mon amour. Als Kleinkind erstmal Windeln hat und das ist ganz normal gewesen, so Kindheitsalter, so ganz, ganz hohe Erinnerungen und dann irgendwann muss ich auf Töpfchen gehen. So, da ist den Prozess in der. Mich immer dann anzurufen, wenn ich gerade irgendwas aufnehme. aber wenn es denn gewünscht wird. Ich lerne gerade nicht mehr zu machen, was irgendwer wünscht. Ich mache jetzt hier weiter das Video über so überhaupt gar nicht pädophile sogenannte Littles und Daddies. Ach, also das ist kein Thema. Damit kann ich mich momentan noch nicht wirklich so beschäftigen mit, weil da geht bei mir dann der Hass nach vorne. Und dann habe ich so ein Problem immer mit meiner Faust. Ich möchte unbedingt mit dieser Faust dann ins Gesicht dieser Leute, die das tun, aber darf nicht. Ja, aber das ist genau der Grund, warum ich das nämlich jetzt mache. Und das ist auch, was ich eben meinte, mit dem ich mache jetzt eigentlich gar nicht mehr, was irgendwer sich wünscht, sondern nur noch das, worauf ich Bock habe. Und ich habe in letzter Zeit wieder so oft so eine Wut in mir gespürt auf diese ganzen Leute. Und dann wird das zu einem persönlichen Problem von mir, worauf ich keine Lust mehr habe. Also zum Beispiel zuletzt jetzt gerade in Freiburg laufe ich da um das Erzbistum rum und die erwähnte Faust von dir, die ganze Zeit so geballt, immer so in die Luft gehoben und so, ja, ein toller Pädophilen-Club hier so und voll, also schrei dann da so rum auf der Straße und habe meinen ganzen Hass irgendwie an diesem Gebäude ausgelassen. Und dann habe ich, und danach kam, oh Gott, und dann haben wir nämlich, danach war so eine Szene, weil da hat ein Mann richtig toll Gitarre gespielt und haben uns da hingesetzt, damit ich mich wieder entspannen kann. Und dann kam das Ordnungsamt, um ihn da zu verjagen und ich spring so auf und renn zu diesen Leuten und so. Ist das der Grund, warum Sie diesen Beruf gewählt haben? Weil Sie unbedingt diese wunderschöne Musik, die wir hier gerade alle genießen, die mich sehr entspannt hat. Und jetzt sind Sie eigentlich nicht mehr so entspannt. Ist das der Grund, warum Sie das machen? Sie wollen jetzt alle Leute, die hier die Musik genießen, ärgern. Ja, aber das ist hier so ein völlig fehlgeleiteter Wutanfall eigentlich gewesen, weil die Wahrheit ist, ich schaue mir den Münster an, ich laufe um ein Erzbistum rum und ich kriege einfach nur wieder diese ganze Wut. Das ist dann, ich weiß nicht, das kennst du ja selber bestimmt auch, weil du hast ja auch solche Erfahrungen. Dein ganzer Körper kribbelt und wallt vor Wut und du möchtest die ganze Kirche kaputt schlagen und irgendwen anschreien und irgendwas kaputt machen. Und das will ich halt nicht im Alltag so, das soll mich nicht mehr andauernd so überkommen. Und dann möchte ich lieber das so in so Videos rauslassen. Dann möchte ich mir so einen konkreten Pedo schnappen hier oder eine Pedo-Propaganda und meine Wut an denen auslassen. Und vielleicht unterhält das dann ja sogar jemanden oder bringt das zum Nachdenken, keine Ahnung. Aber es bringt nichts, wenn ich in der Kirche rumbrülle. Also, ich kann, wie das bei mir im Leben derzeit immer so ist. Ich glaube, dass es, also ich habe inzwischen wenigstens eingesehen, dass es feinstofflich ist und ich da effektiv nur gegen angehen kann oder nur wieder mit dem Fluss gehen kann, indem ich es feinstofflich unternehme. Aber ich hatte euch zuletzt gesagt, oh, Livestream, das ist doch ganz klasse. Naja, gut, obwohl es natürlich so da schon die ein oder anderen technischen Schwierigkeiten gab. Naja, jetzt hier im Briefkasten, sehr geehrte Anwohner, wir machen Sie für Sie ein Glasfasernetz. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass es jetzt erstmal Einschränkungen gibt. Ja, gut. Erst war ich deswegen richtig schlecht gelaunt. Richtig schlecht gelaunt, weil irgendwie ich so, kennt ihr bestimmt. Nichts funktioniert, alles läuft schief, bei mir läuft immer alles schief. Falscher Glaubenssatz, nein, bei mir läuft immer alles richtig super, weil ich nämlich ein Improvisationstalent bin. Und hiermit bewerbe ich mich für den Improvisationspreis 2022. Ja, es ist 2022. Es ist übrigens, wenn man der Fiktion glaubt, heute der 10.10. Und wenn mein Opa noch leben würde, dann wäre das heute sein Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, Opi, zum Nicht-Geburtstag. Du hast, na, wer weiß, wo du jetzt bist. Vielleicht bist du ja wirklich unter meinen Zuschauern. Aber wenn das so sein sollte, dann das Thema, wo es dann jetzt drum geht, nee, das ist nicht so ganz jugendfrei. Also, wenn das mit dem Stream gerade auch nicht funktioniert, dann mache ich jetzt mit euch mal kurz ein Reaction-Video. Dieses Video hätte ich in meinem Stream unter anderem auch gezeigt.
machen wir das jetzt einfach so zusammen. Wir stellen uns einfach vor, das wäre jetzt live. Ist das nicht toll? Ist doch eigentlich noch besser. Ich bin immer live. Immer für dich. In dem Augenblick. Herrlich. Okay, dann wollen wir mal los. Also, ihr habt schon mitbekommen, dass ihr in so einer Akzeptanzkultur lebt, wo man euch von früh bis spät eintrichtert, was ihr jetzt bitte noch alles zu akzeptieren habt, was ihr vorher noch nie auf dem Schirm hattet. Also, jetzt habt ihr euch daran gewöhnt, Frauen zu akzeptieren. Ja, war schwer, aber habt ihr gemacht. Schwule, Lesben, Transsexuelle. Aber da hört die Liste ja noch lange nicht auf. Und es gibt noch so viel, was ihr unbedingt noch akzeptieren und tolerieren müsst. Zum Beispiel Puppy Play. Oder Little Play. Oder. Also beim Puppy Play geht es darum, ist ja auch ganz normal, dass einer der Partner einen Hund spielt oder eine Katze oder ein Tier halt. Und das halt auch durchgehend. Und also das ist einerseits ein Fetisch. Und andererseits aber auch eine Lebenseinstellung. Also die leben dann auch die ganze Zeit gerne so, ne? Und das musst du akzeptieren. Ja, wisst ihr, Freunde, Sache ist doch die. Mach doch mal, was du möchtest, ne? Würde ich mal sagen, so ein Fetisch ist ja wirklich, also wenn es irgendwas gibt, wo wir alle uns überhaupt nicht einzumischen haben, dann ist das ja dein Fetisch, ne? Und du kannst gerne den Fetisch haben, der dir gefällt, ne? Kann noch so irre sein und für mich absolut überhaupt kein bisschen nachvollziehbar. Mach doch, was du möchtest, solange du es zu Hause machst. Oder irgendwo, wo ich das halt nicht mitbekomme. Also alle können ja eigentlich gerne tun, was sie wollen. Nur, es gibt ja jetzt seit ein paar Jahren diesen Trend in unserer Gesellschaft, dass diese absoluten Mini-Mini-Minderheiten, um uns das nochmal kurz vor Augen zu führen, diese absoluten Mini-Mini-Mini-Mini-Minderheiten, Mikroteile unserer Gesellschaft, die müssen wir unbedingt jetzt beleuchten und euch allen zeigen. Vor allem den Kindern auf YouTube. Es gibt da ja auch nie irgendwelche Altersbeschränkungen bei diesen Videos. Es ist ja auch wichtig und es gibt ja auch in Berlin inzwischen, Gott sei Dank, demnächst eine Schwulen- und Lesben-Kita. Denn ja, wer kennt das denn nicht? Du bist 3 Jahre alt, hast gerade entdeckt, dass du bisexuell bist. Und in deinem Kindergarten sind getrennte Toiletten und du kannst gar nicht das andere Geschlecht kennenlernen oder so. Hallo? Echt abgefahren, ne? Ich meine, unter meinen Zuschauern sind eine ganze Menge Eltern. Denen muss ich das nicht erklären. Denen muss ich nicht erklären, dass 3-jährige Kinder mit Sexualität nichts am Hut haben. Die haben noch gar keine Sexualität. Weder eine Homo- noch eine Heterosexuelle, noch eine Papi- oder Kids-Sexuelle. Ey, bäh. Nix davon. Egal. Wir halten das schon aus. Wir sagen, stecken unsere Kinder nämlich nicht in solche Kindergärten und weiter geht's. Also wir gucken uns trotzdem mal kurz das an, was diese andere Welt da so denkt, was wir so alles zu akzeptieren haben. Wir gucken uns jetzt hier Leroy Will's Wissen an. Ja, Leroy Will's Wissen ist ein, ich nehme jetzt mal gar kein Blatt vor den Mund, ist ein schwarzer Behinderter im Rollstuhl, der deswegen Quote macht. Also Acceptance Culture ist ja auch sein groß auf die Fahnen geschriebenes Ding und ich würde ihm übrigens überhaupt gar keinen Vorwurf machen. Er ist wie ich einfach nur irgendein YouTuber, der sich hingesetzt hat und gedacht hat, ich mache jetzt mal geiles Zeug, auf das ich Bock habe. Und ich finde es ja sogar gut. Ich finde es ja gut, wenn man inklusives Content macht. Nur natürlich musste dann das Öffentlich-Rechtliche zuschlagen und hat sich diesen Leroy Will's Wissen gekrallt. Der gehört jetzt zu Funk, ZDF und WDR ist es, glaube ich, oder was? ZDF oder ZDF und Art ist es, glaube ich. Genau, und jetzt würde mich mal interessieren, Leroy, machst du deine Themen immer noch selbst oder ist da eine Redaktion im Hintergrund, die für dich jetzt entscheidet, wo du dich einfach nur noch hinsetzt und dein Gesicht für hergibst? Ich frag für einen Freund, der ist YouTuber. Also, Leroy macht inklusives Material, theoretisch eine gute Sache. Ich habe auch neulich erst auf Telegram noch davon gesprochen, dass ich gerne Erscheinungsräume öffne, also Räume öffne, für damit Menschen in Erscheinung treten können, die das bisher noch nicht so tun. Es gibt aber nun mal auch ein paar Dinge, die sollten weder in Erscheinung treten, noch sollte es die eigentlich überhaupt geben. Die sind eigentlich nur ein Zeichen dafür, wie krank die Gesellschaft ist. Und schön finde ich natürlich, wie das Öffentlich-Rechtliche nun schon seit einigen Jahren irgendwie alles, was so ein richtig schönes Krankheitssymptom dieser Gesellschaft ist, nimmt und sagt, oh,
Das ist ja mal eine fein entwickelte Gesellschaft hier. Das müssen wir mal euch allen beleuchten und zeigen. Seht euch das an. Es gibt auch Pädophile, die gar nicht mit Kindern schlafen, sondern mit Erwachsenen, die so tun, als ob sie Kinder wären. Oder warte mal, mein Verdacht war ja gleich, das sind gar keine Rollenspiele, sondern ich glaube, es handelt sich hierbei tatsächlich, und in diesem Beitrag findet sich darauf auch ein sehr konkreter Hinweis. Es handelt sich häufig, ist wichtig, solche Füllwörter, häufig, es handelt sich häufig, wenn man schon so framed, wie ich das gerade tue, es handelt sich häufig um Persönlichkeitsanteile bei diesen Menschen. Also die junge Dame da, die wir da jetzt sehen, bei der würde ich das unbedingt unterstellen, denn er sagt einen sehr verräterischen Satz irgendwann. Und muss dafür erstmal angetriggert werden. Nicht wie beim Rollenspiel, dass er einfach sagt, ich bin jetzt klein, ich tue so, als wenn ich klein bin, sondern das ist ja so eine bestimmte, so ein Mindspace. Das merkt man auch, wenn man diese Trigger setzt, dass die Stimme anders wird und dass die Augenbewegungen sich auch verändern. Also eher wie so eine Art Trance kann man sich das vorstellen. Ich zeige euch das ja gleich alles. In dem Moment, wo du als Kind missbraucht wirst, also Moment, stopp. Ich unterstelle, dass in diesem Fall des Videos, was wir uns hier gleich angucken, hier hinter mir, dass die junge Frau da eine posttraumatische Belastungsstörung haben könnte und dass es sich hierbei um eine DIS handelt, eine dissoziative Identitätsstörung. In diesem Fall ist es ja nun mal so, also, und dann sagen wir jetzt einfach mal, sie ist nicht sexuell missbraucht worden. Ne? Aber wenn sie denn eine DIS hat, wovon ich ausgehe, und der Beleg kommt ja gleich, wenn sie eine DIS hat, dann heißt das, ihr ist was Schlimmes zugestoßen. Vielleicht ist sie nicht vergewaltigt worden, vielleicht ist sie verprügelt worden, vielleicht ist sie irgendwo runtergefallen, vielleicht hatte sie einen Autounfall, man weiß es nicht, aber es ist irgendwas ganz Schreckliches zugestoßen, was ihre Psyche nicht verkraften konnte, sodass sie, und das passiert bei einer dissoziativen Identitätsstörung, bei einer DIS, sodass sie einen anderen Persönlichkeitsanteil entwickelt in diesem Augenblick, wo es passiert, der das Ganze für sie erleben muss, sodass sie mit ihrem Bewusstsein und ihrem Körperbewusstsein den Schmerz nicht fühlt. Ja? Es handelt sich höchstwahrscheinlich bei diesem jungen Mädchen hier um einen solchen Anteil, der dann entstanden ist, um die Schmerzen zu ertragen. Wenn das in ihrem Fall durch sexuellen Missbrauch ausgelöst ist, dann haben wir hier zu tun mit einem kleinen Mädchen, das missbraucht wird. Das ist deren Wirklichkeit. Denn die erscheint immer dann, oder jedenfalls ist sie nicht immer dann, weil man kann ja auch verschiedene Persönlichkeitsanteile entwickeln, aber die sind genau dafür da. Die kommen dann raus, wenn dir was Schlimmes passiert. Und beschützen dich sozusagen. Die übernehmen das Ganze für dich. So, und da diese Persönlichkeitsanteile sehr real sind, ihr könnt da gerne mal in der Forschung nachlesen, was es da alles schon so gibt. Die haben eigene Krankheitsbilder, die haben eigene Allergien. Die unterscheiden sich in ihren Blutbildern von den anderen Persönlichkeitsanteilen. Es geht so weit, wie es gibt zum Beispiel einen Fall aus Deutschland von einer Frau, die eigentlich blind ist. Und wenn sie einen anderen Persönlichkeitsanteil, wenn der aktiv war, der konnte sehen. Also diese Persönlichkeitsanteile, die da entstehen, die sind super real. Und damit versucht ja auch, das hat das Militär ja auch schon rumgeforscht und versucht, sich das irgendwie zunutze zu machen, diese nicht klein zu kriegenden Charaktere, sage ich mal. So, und damit haben wir hier meiner Einschätzung nach zu tun. Und es kann auch sein, dass es irgendwelche Leute gibt, für die das tatsächlich nur eine Art von Rollenspiel ist. Aber auch das würde ich zutiefst verurteilen. Und ich würde mal sagen, ja, tut mir leid, ARD und ZDF, ich bin einfach so völlig lernunfähig. Ne? Pustet mich voll mit, bitte akzeptiere jetzt noch dies und akzeptiere jetzt noch das. Und ich bin einfach so ein intolerantes Arschloch und sage so, nein, sorry, ich akzeptiere keine Pädophilie. Früher konnte mich keiner vor euch schützen. Heute schütze ich mich selbst und habe da tausende von Leuten im Rücken, die das alle genauso sehen wie ich. Und wir werden auch nicht von diesem Standpunkt abweichen. ARD, ZDF, BRD. Wem noch weitere Abkürzungen mit drei Buchstaben einfallen, die uns alle mal am Arsch lecken können. Ab in die Kommentare. So. Aber ich will euch nicht so voll labern. Wir übergeben jetzt an Leroy und an ARD, an Art und Zylf von der Birth, die uns erklären,
was wir jetzt zukünftig bitte noch alles akzeptieren. Hallo, hallo, hallo. Hallöchen, ihr beiden. Hi. Alles klar soweit? Ja. Ja, und bei dir? Mögt ihr euch einmal kurz vorstellen für die Zuschauer, die euch noch gar nicht kennen? Ich bin Mila, ich bin 26 und ich bin gerne klein. Ich bin Paul, 51 und versorge Mila als Kleinkind. Okay. Ich möchte direkt mal unterbrechen. Bitte achtet mal darauf, wie absolut überzeugend sie ist. Ich halte das nicht für Schauspiel. Schaut sie euch an. Ich glaube, da haben wir tatsächlich einen kindlichen Persönlichkeitsanteil vor uns. Es wirkt sehr echt wie ein Kind und nicht wie jemand, der ein Kind spielt. Paul, ich sehe dich jetzt, die Zuschauer aber nicht. Woran liegt es? Es gibt einfach sehr viele Vorurteile bezüglich Pädophilie und so. Und ich bin beruflich etwas exponiert. Deswegen möchte ich einfach aus beruflichen Gründen nicht erkannt werden. Okay. Paul, du bist der Papi, du bist 51. Ist unsere Gesellschaft so scheiße vorurteilsbehaftet oder ist das, was er macht, einfach scheiße? Fragt euch selbst. Bin ich im Nachbarraum gewesen und jetzt heute hast du dich durchgerungen, auch mit dabei zu sein. Wie kommt es dazu? Ja, ich habe mir auch die Kommentare durchgelesen und fand viele Fragen eigentlich berechtigt und möchte deswegen dann auch beantworten. Okay, ja, einige Fragen gingen ja auch genau in deine Richtung. Und bevor wir dazu kommen, möchte ich aber euch beiden erstmal die Frage stellen, was ist denn dieses Little-Sein? Also wie würdet ihr das jemandem erklären, der vielleicht diesen ersten Teil noch nicht gesehen hat? Jetzt wird's spannend. Du machst es. Okay, also es gibt halt verschiedene Arten von Kleinsein, aber bei uns ist es so komplett unsexuell und das ist auch kein Fetisch oder sowas, sondern es ist eher so eine Art Entspannung oder Bewältigungsstrategie, so dass ich mich dann einfach entspannen kann. Es geht eher so um unsere Bedürfnisse, dass ich halt irgendwie das Bedürfnis danach habe, klein zu sein und Papi versucht halt die Bedürfnisse so zu erfüllen. Und Paul, was sind so Dinge, die du dann als Papi machst? Also wenn ich bin jetzt kein Papa, aber wenn ich überlege, was macht ein Papa? Ein Papa bringt das Kind zur Schule. Aber wenn wir von Kleinkindern reden, da ist es ja noch ganz andere Sachen. Was sind so deine Aufgaben? Ja, also zunächst mal ist ja meine Aufgabe, sie in den Little Space zu bringen. Das heißt, sie möchte sich. So, jetzt kommt's. Es ist erstmal seine Aufgabe, sie in den Little Space zu bringen. Sie in diesen Raum zu bringen, wo sie sich als Little, als klein fühlt. Und wie geht das? Sag mal, Papa. Klein fühlen. Und muss dafür erstmal angetriggert werden. Nicht wie beim Rollenspiel, dass er einfach sagt, ich bin jetzt klein, ich tue so, als wenn ich klein bin, sondern das ist ja so ein bestimmter, so ein Mindspace. Das merkt man auch, wenn man diese Trigger setzt, dass die Stimme anders wird und dass die Augenbewegungen sich auch verändern. Also eher wie so eine Art Trance kann man sich das vorstellen. Und dann geht es darum, so ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit zu erzeugen. Das ist so das Wichtige. Darum geht es eigentlich in der Hauptsache. So ja und nein, ne? Also in mir drin sind so Wallungen gerade. Ihr habt es gehört, er triggert sie, er muss Trigger benutzen, sie verändert tatsächlich ihre Persönlichkeit. Er hat zu tun hier, wir alle haben jetzt hier gerade zu tun mit einem Menschen, mit einer Dis, wie man das nennt bei den Psychiatern und Psychologen. Ja, eine dissoziative Identitätsstörung. Entstanden, wie ich eben schon mal sagte, dadurch, dass man als Kind irgendeine Form von Gewalt erlebt hat. Und vielleicht war es in ihrem Fall auch keine sexuelle Gewalt. Ist ja auch völlig Wurst. Jedenfalls ist sie ein Mensch mit einem Trauma, dass, wenn es getriggert wird, solange sie diese ganzen Dinge noch nicht aufgearbeitet hat, weil das ist ja übrigens hier, ne? Es gibt eine Chance, diese Persönlichkeitsanteile wieder zu integrieren. Die gibt es. Und zu lernen, sich eben nämlich nicht mehr triggern zu lassen. Dafür muss man einfach seine ganze Geschichte aufarbeiten. Das ist alles gar nicht so einfach. Man ist auch irgendwie nie fertig damit. Ich bin stark dagegen. Ich bin immer für Toleranz. Und auf jeden Fall, wenn du mit solchen Leuten zu tun hast, das ist das, was ich mir neulich verkniffen habe im Livestream. Wenn du mit so jemandem zu tun hast, dann ja, bitte geh vernünftig und liebevoll auch auf den anderen Persönlichkeitsanteil an und respektiere den auch als einen wirklichen anderen Anteil. Aber wenn du selber so jemand bist mit einer Dis oder mal eine mit Symptomen einer Dis
und da spreche ich jetzt auch von mir, dann, ich hoffe, du findest einen Weg, die Persönlichkeitsanteile zu integrieren und Sicherheit und Wohlbefinden auch fühlen zu können als du selbst, dass du lernen kannst, die Trigger auszuhalten, darüber hinaus zu wachsen und wieder das mit dir, diese ganzen Anteile in dir integrieren zu können. Dann kannst du nämlich sehr viel stärker werden. Dann brauchst du auch nicht, ja, sowas da zum Beispiel. So ein ganz, ganz, ganz komisches Abhängigkeitsverhältnis. Hat er das mit der Pädophilie schon angesprochen? Hat er nicht, ne? Warten wir aber noch. Weil er hält sich ja nicht für pädophil. Vielleicht hat er auch nur so ein richtig krass ausgeprägtes Helfersyndrom. Jedenfalls so oder so. Wir haben hier mit einer Co-Abhängigkeit zu tun. Beide Menschen haben sehr ungesunde Vorstellungen von Liebe und Partnerschaft. Und anstatt dass sie, ich habe doch nichts dagegen. Ich möchte von euch allen, die ihr dieses Video seht, dass ihr bitte diese Menschen aus vollstem Herzen respektiert und auch toleriert. Aber ich wünsche mir von meinen guten Freunden, also ich suche mir ein Umfeld, das so, so liebevoll zu mir ist, dass es mich unterstützt, so eben nicht zu sein. Nicht mich dabei unterstützen, wenn ich meine Schwächen auslebe, sondern mich trainiert und mir hilft, stark zu werden. Auch liebevoll, bitte. Aber doch. So, der Vorwurf kann nicht an die gehen. Der Vorwurf kann nicht an diesen Mann oder dieses Mädchen, diese Frau gehen, jetzt sage ich es auch schon. Ja, auch nicht an das Mädchen. Das sind ja drei Menschen hier gerade. Insgesamt vier. Leroy. Kann der Vorwurf an Leroy gehen? Ja und nein, weil er ist zu wenig bewusst. Der Vorwurf geht hier aus meiner Sicht ganz klar an Funk, an Art und Zütf. Und die ganzen Propagandaanstalten, die uns das jetzt so vorlegen, mehr und mehr in den Medien, und von uns verlangen, dass wir das akzeptieren sollen. Ich akzeptiere alles. Ich toleriere jeden Menschen. Ich kann mit allem klarkommen, aber ich werde niemals, niemals werde ich dann sowas hier als Normalität verstehen und denken, das ist gut so und ich muss das einfach nur bedingungslos tolerieren. Nee, wenn überhaupt, muss ich solchen Menschen helfen, gesund zu werden. Akzeptanz wird gerade echt zu einem komischen Schlachtwort, was nur noch Irrsinn mit sich führt. Fat Acceptance zum Beispiel, also dieses, dass auf irgendwelchen großen Zeitschriften-Covern jetzt andauernd irgendwelche dicken Frauen zum Beispiel abgebildet sind und das als neues Schönheitsideal verkauft wird oder so. Ich bin immer dafür, dass jeder Mensch in seinem Selbst bestärkt wird, in seiner Selbstliebe und so weiter. Jeder soll, absolut, bitte. Was ja auch furchtbar ist, ist das Gegenteil davon, diese ganzen Photoshop-Cover und so, ne? Und was dann so Influencer daraus machen. Die haben dann tausende von Apps auf ihrem Telefon, so Filter, um ihre Fotos zu verändern. Und selbst wenn die so dick wie ein Walross wären und am Strand ein Bild von sich machen würden und ungekämmte Haare und ungeschminkt, können die hinterher auf ihrem Telefon das alles so machen, dass sie einfach nur richtig glatt, glänzend, schlank, toll, super aussehen. So ist alles krank. Ist alles krank. Ich bin bitte dafür, dass Menschen einfach sich so akzeptieren, wie sie sind und damit klarkommen. Aber es ist ja trotzdem, was ist denn das von den, ich rede nicht von den Menschen, ich werde niemals gegen Menschen irgendwas haben. Ich rede von diesen Propagandaanstalten, den Medien, die dann uns versuchen wollen, das alles als gesund und normal zu verkaufen, damit wir doch bitte einfach alle zu völlig ungesunden, hilflosen Wesen werden. Das ist ja hier erlernte Hilflosigkeit, die man uns hier versucht zu erlernen. Sie wollen uns hilflos machen, aber nee. Dafür bin ich zu stark und zu gesund. Und meine Zuschauer auch. Die sind nämlich alle super sexy, habe ich festgestellt. Ne? Wenn ihr mich mal so auf der Straße manchmal ansprecht, dann bin ich ja schon jedes Mal so, oh. Ihr seht schon ganz schön gut aus, Leute. Und seid so schlau und gesund und stark. Wir lassen uns so Kack nicht verkaufen. Weiter geht's. Auch Kuscheln und Intimität so unsexuell eben. Fangen wir ein bisschen weiter hinten an. Es geht nicht um Sex. Mindspace,
merkt man auch, wenn man diese Trigger setzt, dass die Stimme anders wird und dass die Augenbewegungen sich auch verändern. Also eher wie so eine Art Trance kann man sich das vorstellen. Und dann geht es darum, so ein Gefühl oder von Sicherheit und Geborgenheit zu erzeugen. Das ist so das Wichtige. Mhm. Darum geht es eigentlich in der Hauptsache, auch Kuscheln und Intimität so unsexuell eben. Und in dem Moment ist sie eben auch wie eine Zweijährige und kann sich nicht selber versorgen. Und Kuscheln ist mir selber auch so wichtig. Ich liebe Kuscheln, ich brauche das wirklich Stunden, täglich. Ist mir super wichtig. Ich schlafe auch eng umschlungen und solche Sachen. Ich habe eine heilende Botschaft für diese Menschen. Ihr könnt Kuscheln haben. Ihr dürft euch nur nicht einreden lassen, dass erwachsene Leute sowas nicht brauchen oder tun. Kinder brauchen das genauso wie Erwachsene und du kannst als Erwachsene genauso viel kuscheln. Und es ist schön, dass du so einen liebevollen Partner hast, der das auch so ein krasses Kuschelbedürfnis hat. Aber das mit dem Windelwechseln und so weiter und dem, vor allem, es ist ja nun mal ein Persönlichkeitsanteil. Also, dass man dem eine eigene Beziehung, das ist schon alles insgesamt super interessant. Denn sie versucht ja im Grunde genommen, dadurch, dass sie diesem Persönlichkeitsanteil eine Beziehung gönnt, versucht sie ja, den in den Vordergrund treten zu lassen. Das ist ja jetzt in der Realität im Alltag ein Partner von einem der Persönlichkeitsanteile, der ja auch mit Absicht den dann raustriggert, weil er den Anteil liebt und mit dem eine Beziehung führt. Und der Hauptmensch, der eigentlich im Vordergrund stehen sollte, der tritt zurück. Ich habe jetzt ihren Namen vergessen. Ich merke mir den fürs nächste Mal, weil ich würde dich gerne direkt ansprechen. Du kannst kuscheln, du hast Kuscheln voll verdient. Kannst auch gerne mal mit mir kuscheln, völlig unsexuell und erwachsen. Es geht auf jeden Fall darum, auf alles aufzupassen, sie anzuziehen, ihr was zu essen zu geben, mit ihr zu spielen, sie zu füttern, sie zu wickeln und so weiter. Also alles, was man mit kleinen Kindern jetzt auch machen würde. Das heißt, diese ganzen Tätigkeiten, die ich mache, führen eben dazu, dass sie sich entsprechend umsorgt fühlt. Wie sieht denn so ein ganz normaler Tag bei euch beiden aus? Meistens komme ich so von der Schule zurück und dann macht Papi mir Essen. Und dann währenddessen male ich was oder spiele was und dann essen wir und dann werde ich gewickelt und danach noch gebadet und wir schauen noch fern, so Kinderserien. Was machen wir noch? Ja, wir gehen auch mal spazieren. Oder Wir machen einen Ausflug. In den Zoo zum Beispiel, ne? Seht ihr, was ich meine? Es ist echt, also es ein echtes Kind. Erklärt mir doch mal, wie habt ihr euch denn kennengelernt? Weil Mila, du hast dann irgendwann für dich rausgefunden, du findest es schön, als Little unterwegs zu sein. Aber du hast ja nicht automatisch einen Papi, weil das muss man ja ganz kurz noch erklären. Ihr seid nicht verwandt, ne? Ja. Genau. Ich war so im Internet unterwegs und da habe ich dann so eine Seite gefunden, die dann für Littles und Mamis und Papis ist. Und da habe ich mich dann angemeldet. Und dann haben wir so miteinander geschrieben und dann habe ich sofort gemerkt, dass Papi ganz lieb ist und habe mich sofort ganz sicher gefühlt und dann haben wir uns getroffen und dann haben wir einen Ausflug gemacht und der war so toll und dann haben wir uns immer öfter getroffen und ja. Und Paul, wie kamst du auf die Plattform? Nach was hast du gesucht? Also ich hatte auch schon die Vorstellung, mich um so ein Mädchen zu kümmern und es war natürlich auch ein Prozess, das erstmal rauszufinden, sich ganz kurz, ne? Ich cringe so schlimm. Also, ich kriege diese Ekel-Schamgefühle, wenn ich sehe, wie er sich da festklammert an ihr. Und dann haben wir einen Ausflug gemacht und der war so toll und dann haben wir uns immer öfter... Was hast du gesucht? Achtung. Also, ich hatte auch schon die Vorstellung, mich um so ein Mädchen zu kümmern. Und es war natürlich auch ein Prozess, das erstmal rauszufinden, sich überhaupt darauf einzulassen, zu überlegen, was will ich überhaupt. Und habe mich dann auch auf der Plattform angemeldet und auch... Ich weiß nicht, ob ihr seht, was ich sehe, aber er ist auch, ihm geht's auch nicht gut. Also er... es ist schwierig, ne? Aber wir so Halt sucht bei ihr und sie so Halt sucht bei ihm. Versteht mich nicht falsch. Ich sage, ich habe auch ein super starkes Kuschelbedürfnis und lebe das auch aus.
ich bin auch jetzt nicht der Experte, aber irgendwie, keine Ahnung, die Körpersprache gefällt mir einfach nicht. Ist meine persönliche, mein persönliches Problem. Einfach da ist, der sich lieb um sie kümmert, sondern die wollen frech sein und wollen dann erzogen werden oder brauchen. Es kann sich hierbei um eine sexuelle Neigung oder um eine Partnerschaft handeln. Dabei übernimmt der Mann den väterlichen, fürsorglichen Teil und die Frau lebt ihr kindliches Wesen aus. Das nennt sich dann Daddy Kink. Pfui? Pfui? So, also, bisher lösche ich übrigens ja nie Kommentare, aber jetzt mal mit Ankündigung, der erste, der zweite, der dritte und der letzte, wer auch immer wagt, hier drunter zu schreiben, dass es normal wäre, dass ältere Männer auf jüngere Mädchen stehen. Das lese ich ja immer mal wieder gerne unter solchen Debatten. Euch mache ich definitiv unsichtbar, den Dreck, den Einstieg, diese Einstiegsdroge in die Pädophilie, die habe ich auf keinen Fall nötig in meinen Kommentaren. Daddy Kink, ne? Ist ja ganz normal. Ganz normal. Um sie kümmert, sondern die wollen frech sein und wollen dann erzogen werden oder brauchen Schläge oder sowas. Das ist nicht das, was ich brauche. Ich will nicht dominant sein. Ich will keinen niemanden erziehen oder was verbieten oder so. Und deswegen hat es eigentlich, und genauso hast du ja auch komische Männer kennengelernt erst, die was anderes wollten. Und dieses, das, was wir eigentlich gesucht haben, einfach sich aufeinander einzulassen, intime Beziehungen ohne Sex, ohne Spiele, ohne Regeln. Also wir haben uns einfach gefunden und können das ausleben, was wir wollen und halten uns nicht daran, was so allgemein Regeln sind. Okay. Du hast gerade gesagt, du hast nach einem Mädchen gesucht. Natürlich hast du nach einer erwachsenen Frau gesucht, ne? Die aber sich so als Mädchen verhält, der du ein guter Papi sein kannst. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Und ich möchte die Verantwortung übernehmen und mich darum kümmern und sehen, das, was ich tue, tut ihr gut. Hast du selber Kinder? Nein. Okay, das heißt, ist das vielleicht auch so ein gewisser Ersatz für dich in dieser Beziehung? Ich glaube, dass ich mit richtigen Kindern nicht gut zurechtkommen würde. Ich würde, also, oder sagen wir anders, mit kleineren Kindern komme ich nicht so gut zurecht. Da bin ich unsicher und weiß nicht, was ich damit zurecht anfangen soll. Und wenn ich schon sehe, was ich alles leisten muss mit einem Kind sozusagen, was vieles noch selber kann und selbstständig ist, glaube ich, wäre ich völlig überfordert mit einem echten Kind. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass, dass man... Fährt euer Kopf auch gerade Karussell? Oh mein Gott. Also ich muss das ja jetzt irgendwie kommentieren, damit das hier nicht einfach nur als geklautes Content läuft, ne? Was soll man denn dazu noch sagen? Also ja, erstmal räumt er ein, dass es offensichtlich schwierig ist, so ein Verhältnis zu finden wie das, was die haben, weil in der Szene offenbar es ziemlich normal ist, dass die Leute das aus sexuellen Gründen machen und dass sie jemanden suchen, der sie bestraft und schlägt und so weiter. So, ich sag nochmal, ich habe überhaupt gar nichts gegen irgendwelche Menschen und irgendwelche Fetische, könnt ihr alles machen. Jeder, was er braucht, will, möchte, macht ihr. Aber sehr geehrte Art und Zidf, dahinter steht in beiden Fällen eindeutig irgend so eine Art von, die Psychologen und Psychiater nennen sowas halt Störung. Ich weiß immer nicht genau den richtigen Begriff dafür, für so Abweichungen oder... Weil ich sage ja nochmal, ich will ja den Menschen nicht damit diskriminieren, ne? Aber da sind Sachen passiert, dass man so komisch, die Menschheit ist so kaputt. Ich kann nicht so gut mit kleinen Kindern. Was soll das überhaupt heißen? Was soll man denn eigentlich können? Es sind Menschen, Lebewesen, die begegnen dir so. Und dann, was kannst du denn nicht? Weil ich meine, ich habe es auch schon oft im Alltag erlebt, dass Menschen nicht mit kleinen Kindern können. Aber ich verstehe immer, ich kann mit solchen Leuten nicht. Ich verstehe immer nicht, was ist kaputt mit dir? Du stehst vor einem Menschen. Ist doch egal, wie groß der ist. Mit den ganz kleinen kann ich nicht. Und es ist ja schon auch viel Arbeit. Ah, es ist echt viel Arbeit.
Und es geht ihnen nicht um Sex. Also haben sie denn Sex oder haben sie gar keinen Sex? Beides ja möglich, ne? Also in dem Moment, wo sie Sex haben, ist sie dann auch weiterhin ein kleines Kind oder nicht? Und wenn sie gar keinen Sex haben, was ja auch möglich ist, dann ist es, wie ich eben gesagt habe, ne? Dann bleibt es halt einfach nur dabei, dass dieser Typ eine Beziehung führt mit einem Persönlichkeitsanteil von jemandem, der eine dissoziative Identitätsstörung hat und Persönlichkeiten abspaltet. Und er nimmt sich davon ein, von diesen Teilen, und führt eine Beziehung mit dem. Das ist per se manipulativ. Er triggert sie. Tut mir leid, ich kann. Das ist so, wie ich das gelernt habe. Vielleicht irre ich mich ja auch und hat uns zu führen uns in eine glorreiche Zukunft voller, gesunder, liebevoller Menschen, die sich alle, überall auf der Welt, werden nur noch kuscheln und so. Wie es in der Bibel steht, bis der Löwe beim Lamm liegt oder was da nochmal genau steht, ne? Aber ich kaufe es irgendwie nicht. Ist vermutlich mein persönliches Problem. Als Kleinkind erstmal Windeln hat und das ist ganz normal gewesen, so Kindheitsalter, so ganz, warte, ganz hohe Erinnerungen. Dann ja gut, dann mache ich es kurz. Also, der 15. ist ein schöner Tag. Der 15., das ist Samstag, das wird ein wunderschöner Tag werden. Richtig schön, so richtig. So ein paar nette Cumuluswolken, ansonsten herrlich blauer Himmel, dass da vor diese wundervolle, bunte Pracht von den gelb-roten, violetten Blättern so richtig zur Geltung kommt. Ja, aber ich denke mal, an den Orten, wo wir hingehen werden, wird das besonders sein. Mhm. Ich habe mir da in Pömmelnde, heißt das. Das ist so bei Magdeburg, Magdeburger Börde. Im grünen Wald, dort wo die Drossel singt, und im Gebüsch das muntere Rehlein springt, Rehlein springt, Botan und Fichten. Selbst auch noch nie, aber ich habe mir das mal rausgesucht, weil da gibt es diese Stein- und Holzkreise. Mhm. Genau. Und das soll ja auch einen energetischen Faktor haben. Ja. Und da freue ich mich. Manifestieren dann. Genau, genau. Sag mal, kann ich das Gespräch oder Teile davon, zum Beispiel alles, was wir bisher hatten, einfach drin lassen in meinem Video, weil OBS läuft noch. Und Werbung machen damit? Ja, auf jeden Fall. Gerne. Ja, ein wunderschönen guten Tag, wann immer du das Video hier siehst. Ich denke, das wird echt ein geiler Tag werden. Vor allen Dingen, weil sich Menschen treffen, ganz unvoreingenommen. Ja, na gut, jetzt habe ich dich lang genug genervt und aufgehalten. Dann hören wir später nochmal voneinander. Sehr gut. Bis später dann. Bis später. Jo, tschüss. So, wo waren wir? Zurück, Faden verloren. Also das bedeutet dir scheinbar so viel, dass der Paul dann dich da wickelt und dann auch sauber macht und alles, dass du sagst, okay, lieber so als andersrum. Ja, irgendwie ist es dann nochmal so was, noch intimeres so und haben wir irgendwie so eine stärkere Verbindung ein bisschen, aber es ist jetzt nicht so total wichtig für mich. Wenn Papi sagen würde, es gibt keine Windys mehr, du musst aufs Klo gehen, wäre es auch okay. Okay, dann habe ich noch eine Frage fürs Grundverständnis. Seid ihr ineinander verliebt? Nicht so, wie man das normalerweise denkt, glaube ich. Ich glaube, so eine Mutter ist auch in ihr Kind verliebt und ein Vater ist in seine Tochter verliebt und die Tochter in den Vater. Auf der Ebene sicherlich schon, aber nicht auf so einer partnerschaftlichen Ebene. Also ihr würdet euch jetzt nicht als Pärchen irgendwie sind? Nein, kein Eltern. Versprochen. Kein normaler, gesunder Eltern ist in sein Kind verliebt und kein gesundes Kind ist in seine Eltern verliebt. Geschweige denn, dass Kinder überhaupt in irgendjemanden übrigens verliebt werden. Lieben Gruß, die Antipädophilen.
Also die sind nicht verliebt, die Kinder, dass wir das mal eben geklärt haben. Und sie ist ja auch nicht verliebt. Und er auch nicht. Also nochmal, bleiben wir dabei. Es handelt sich hierbei also eindeutig darum, dass dieser Typ eine Beziehung hat zu einer getriggerten Persönlichkeit von ihr. Und der Mensch, der sie ja nun mal auch ist, das Vehikel von wer weiß wie vielen Persönlichkeitsanteilen, ich weiß ja nicht, ob sie auch noch mehr hat vielleicht, wird in den Hintergrund gedrängt und nicht ernst genommen als ein erwachsenes, ich sag mal, gebärfreudiges Wesen. Sex und haben das auch nicht vor. Im letzten Gespräch kam heraus, dass gerade dieses intime Thema nicht in diesem Setting, wie man euch jetzt hier sieht, stattfindet, sondern wenn, dann bist du die erwachsene Mila und Paul, du bleibst ja Paul, aber bist dann halt nicht der Papi. Auf der Ebene kann es dann schon dazu kommen, dass ihr Sex habt. Nein, das ist, glaube ich, in dem letzten Video nicht ganz richtig erklärt worden. Wir haben Sex, aber mit anderen. Also Mila kann... Also hier der Kommentar, es fällt mir wirklich schwer zu glauben, dass hinter einer jungen Erwachsenen und einem älteren Herrn bei dieser Lebenseinstellung keinerlei sexuelle oder fetischistischen Gedanken eine Rolle spielen, sagt jemand mit Namen K. Ja, K, ich kann mir das schon vorstellen, aber es ist halt das, was ich gerade meinte so. Und das erklärt er dann ja jetzt auch, weil der erwachsene Mensch, deren Namen ich leider vergessen habe, Mia oder was? Die hat ja durchaus Sex mit anderen Männern. Das ist aber immerhin schon mal glücklich. Das freut mich. Dann wird offenbar wenigstens nicht diese Persönlichkeit unterdrückt, sondern, wie Sie gerade schon sagen, eigentlich ist das die Ausnahme. Aber Art und Zünf würden uns gerne glauben machen und durch solche Beiträge bestärken, dass das deren Alltag und Normalität wäre. Aber offenbar kommen wir ja jetzt dahinter. Das stimmt so gar nicht. Kann sich einen Mann suchen und mit dem Sex haben. Oder ich kann mit irgendwem Sex haben. Aber gemeinsam haben wir auch auf Erwachsenenebene keinen Sex. Okay, das heißt, ihr hattet noch nie Sex? Nein. Okay, aber dann ist ja noch umso wichtiger, dass wir das heute nochmal besprechen. Also Paul, du hast mit anderen Frauen Sex. Die haben nichts mit diesem Little-Sein zu tun. Und Mila, du hast mit anderen Männern Sex, die keine Papis sind. Ich könnte, wenn ich das Bedürfnis hätte oder irgendwann mal habe, aber gerade nicht. Okay. Mila, könntest du dir denn vorstellen, mit Paul alt zu werden? Wenn ich da noch klein bin, ja. Aber vielleicht geht es doch irgendwann mal weg. Kann das sein, dass es weggeht? Ja, glaub schon, weil ich kannte auch mein Little, die ist dann erwachsen geworden. Und ich glaube, irgendwann verliert man es vielleicht. Dadurch, dass ihr so viel Zeit miteinander verbringt, hast du natürlich auch nicht die Zeit oder vielleicht auch nicht die Lust, eine andere, aufrichtige, große Liebesbeziehung in einer Ehe oder so zu führen. Mich würde interessieren, wo für dich persönlich so der Vorteil bei dem Zusammenleben mit Mila liegt im Vergleich zu einer Beziehung, wie ich die so kenne. Ja, also ich habe schon versucht, mir über solche Dinge Gedanken zu machen, aber ich weiß wirklich nicht genau, wo es herkommt und warum ich das will, aber ich glaube, es geht schon mehr darum, ich brauche jemanden, um den ich mich wirklich kümmern kann und der das Kümmern auch braucht. Und deswegen glaube ich, eine normale Partnerschaft ist nicht das Richtige für mich, weil ich da ja immer mit jemandem ausdiskutieren muss, was machen wir jetzt und wie läuft es. Und hier kannst du entscheiden. Hier kann ich entweder einfach das machen, was Mila möchte. Also Mila stellt Wünsche und ich entscheide, ob ich die erfüllen kann oder nicht. Und versuche natürlich, dich wie eine Prinzessin zu behandeln. Was ist denn das für Durcheinander? Ich schneide gar nichts. Eine normale Partnerschaft ist nicht das Richtige für mich, weil ich da ja immer mit jemandem ausdiskutieren muss, was machen wir jetzt und wie läuft es. Und hier kannst du entscheiden. Hier kann ich entweder einfach das machen, was Mila möchte. Also Mila stellt Wünsche und ich entscheide, ob ich die erfüllen kann oder nicht. Und versuche natürlich, dich wie eine Prinzessin zu behandeln. Bitte? Du bist hier. Müssen wir eine kurze Pause machen?
Achso, du hast Durst. Du hast Durst. Ja, aber das ist aber nicht schlimm. Ich meine, ich habe das ja schon mal gesehen jetzt bei euch, aber die Zuschauer noch nicht. Das ist so ein ganz normaler, ja. wenn du Durst hast, dann... Das sind so ganz, ganz wichtige Momente für jeden da draußen, um zu verstehen, wie euer Zusammenleben ist. Du hast jetzt so ein bisschen Knörgel durch deinen Schnuller, dass du Durst hast. Mhm. Statt Schade, dass sie ihn unterbrochen hat. Ne? Entweder oder. Also, aber auf jeden Fall mag er ja, mag es nicht. Also, ein Partner ist irgendwie blöd, mit dem muss man so diskutieren, was der will. Oh, und dann merkt er vielleicht die ganzen blinden Flecken, die ich nicht bemerke an mir, die ich blöd finde. Und dann reden wir darüber oder was? Nee, also ich möchte da lieber so hier so ein kleines Kind, was mich nicht kritisiert, sondern entweder sehr anspruchslose Wünsche an mich hat. Oder wir wissen es nicht, weil dann hatte sie ja Durst. Sie haben das dann demonstriert, wie das läuft, wenn sie einen Wunsch an ihn hat. Entweder oder war. Sollte es eigentlich werden. Aber wir wissen jetzt nur entweder. Aber diskutieren findet er doof. Also, falls jemand einen Partner sucht, der keinen Bock auf eine Partnerschaft hat, hier ist er. Halt aufzustehen und dir das zu holen, aber das ist halt dann genau dieses Little-Sein und für dich als Papi selbstverständlich dahin zu hören und dann das Trinken zu holen. Ja, also dieses Kümmern ist schon ganz wichtig für mich, dass ich weiß, ich habe jemanden, den kann ich mich kümmern und kann dann dafür sorgen, dass die Bedürfnisse erfüllt sind. Und wie soll man das sagen, diese Nähe oder diese Verantwortung hat man ja bei einer normalen Partnerschaft nicht. Da kümmert sich die Partnerin ja selber darum. Natürlich kann ich ihr was zu trinken hinstellen, aber... Genau, weil alles andere nennt man nämlich Co-Abhängigkeit und ich hoffe, das hat niemand von uns. Oder wenn irgendeiner von uns das hat, dann wird das auch nicht verurteilt. Dann hoffe ich, dass wir alle gute Wege finden, daran zu arbeiten. Denn Co-Abhängigkeit, das ist nicht, was wir haben wollen. Wir wollen eine gesunde Partnerschaft. Auf Augenhöhe. Normalerweise kümmert sich um alles ja, erstmal selber. Du warst aber in einer Partnerschaft. Ich will da gar nicht zu tief einsteigen. Aber Mila hat mir beim letzten Mal erzählt, dass es irgendwie, ja, dass das nicht so richtig gut rüberkam, dass ihr das hier zusammen so auslebt und du aber eigentlich noch diese Partnerschaft da im anderen Leben hast. Ich bin noch verheiratet. Wir haben uns getrennt, aber sonst haben wir uns getrennt, bevor wir uns getroffen haben und auch aus anderen Gründen. Okay. Aber auch nicht im Streit, sondern wir haben noch eine enge Bindung, nur eben nicht auf einer Paarebene. Ich glaube, das letzte Video hat auch noch mal einiges ausgemacht. Das habe ich hier vor ein paar Tagen gezeigt. Wir haben uns das gemeinsam angeschaut. Mhm. Und ich glaube, da hat sie noch mal verstanden, was es auch für Mila bedeutet. Das sowas, ehrlich, Paul, das ist für dich vielleicht nur so klein, aber für mich sind es so ganz große Momente, wenn ich merke, dass irgendwie so ein Video im Internet für euch auch im privaten Leben irgendwie so einen Stein ins Rollen bringt und bei Menschen in eurem Umfeld vielleicht für Umdenken sorgt. Manchmal ist es ja auch eine Art. Boah, das ärgert mich so. Ich kann das einerseits richtig gut nachvollziehen und ich bin nämlich auch so richtig dankbar, jedes Mal, wenn ich sowas höre. Das ist wirklich ein tolles Gefühl, wenn jemand kommt und sagt so, ey, danke, dieses Video hat meine Tochter davon überzeugt, dass ich nicht bescheuert bin. Oder dieses Video hat keine Ahnung, was Tolles gemacht. Ich habe jetzt keine Angst mehr, weil vor Spinnen, Schwimmen, was auch immer. Danke, da freue ich mich immer richtig groß. Aber wenn es um diese furchtbare Akzeptanzkultur geht, ne? Da freue ich mich nicht, wenn Leute sich dadurch irgendwie überzeugen lassen. Wenn Leute, bitte lasst euch alle überzeugen, immer freundlich und respektvoll mit jedem, ausnahmslos jedem umzugehen. Aber deswegen muss man noch lange nicht... Akzeptanz, ja, meine Akzeptanz kann jeder haben. Akzeptanz bedeutet aber nicht, dass ich deswegen meine Augen verschließe und sage, alles ist voll und gesund, alles. Gesund ist auch wieder ein anderes Thema. Das, was ich hier gerade mache, ist eigentlich ungesund, könnte man meinen, aber ist es eigentlich nicht. Es ist sehr viel gesünder, als dass man seine ganze... Ich habe im Moment sehr viel Wut wieder, persönliche, private Wut. Ich war im Freiburger Münster und danach da an deren Erzbistum und dann
ist es so mit mir durchgegangen. Ich hatte auch noch ein Flashback in diesem Urlaub und. Und dann habe ich halt so das Erzbistum-Gebäude angebrüllt. Das muss ja auch nicht sein und bringt niemandem was. Deswegen sitze ich jetzt hier und kanalisiere meine Wut in ein Video über Akzeptanzkultur und wie man das, was mir so wehtut und mir so viel Schmerz bereitet und so viel Wut und körperliche... Ach. Diese Wut kanalisiere ich jetzt gerade hier. So, also, das, was mir widerfahren ist, war sehr ungesund und das, was hier praktiziert wird, ist auch sehr ungesund. Und es handelt sich hierbei... Das ist eine Einschätzungsfrage. Man könnte jetzt sagen, es handelt sich gar nicht um Missbrauch in dieser ganzen Geschichte. Finde ich, die ich sehr empfindlich für sowas bin, zu großzügig und würde sagen, doch, das ist eine Form von Missbrauch in der Form, nämlich als dass dieser Mann, dieses Mädchen, nein, die erwachsene Frau bewusst triggert. Also sie sagen ja, auf ihren Wunsch hin, mag ja auch stimmen. Aber dann ist es irgendwie so dasselbe wie, wenn, und vielleicht ist das ja auch normal, aber wenn ich jetzt ein Junkie wäre und ich würde irgendwie mir so den Arm abbinden und würde meinem Freund die Spritze in die Hand drücken, ich würde eigentlich hoffen, dass der mir das nicht spritzt. Also natürlich, in dem Moment als derjenige, der süchtig ist und das will, will ich das unbedingt. Aber wenn ich jetzt so bei klarem Verstand drüber nachdenke, dann würde mein höheres Selbst, mein kluges Selbst, mein Ich, mein nüchternes Ich, würde sich das nicht wünschen. Versteht ihr, was ich meine? Ich wünsche mir doch keinen Partner, keinen Freund, keinen was auch immer, der mich unterstützt in dem Verhalten, das ich an den Tag lege, wenn ich mit mir selber nicht mehr zurechtkomme. Das ist ja Selbstunsicherheit, das sind unbearbeitete Traumata, das ist wenig Selbstwert, wenig Selbstakzeptanz, keine Selbstliebe. Auch wenn sie das jetzt sicher mir absprechen würden, und das macht ja Akzeptanzkultur auch, die versuchen ja uns viele Sachen als Selbstliebe zu verkaufen, die gar nichts mit Selbstliebe zu tun haben, sondern wenn überhaupt dein Ego aufpolieren oder deine Störung unterstützen, dich in deiner Komfortzone bekräftigen. Selbstakzeptanz hat definitiv auch viel damit zu tun, sich in seinen Komfortzonen wohlfühlen zu können, aber genauso halt auch damit, sich selber so viel wert zu sein, dass man sich aus dieser Komfortzone auch wieder rausholt. Konsequente Selbstliebe, würde ich sagen, beginnt mit Selbstakzeptanz, die dir das alles erlaubt, die dir alle deine Komfortzonen erlaubt, ohne dass du dich dafür schämen musst. Ja? Also ich würde immer sagen, so die, wenn man mich so fragen würde, wie kann man Selbstliebe lernen, wenn man es noch nie damit zu tun hatte, würde ich immer so sagen, ich glaube, ein gutes Rezept wäre, erstmal eine Woche lang komplett alles zu tun, worauf man so richtig Bock hat, gerade einfach so richtig schlimm impulsgesteuert. Und dafür kein schlechtes Gewissen zu haben. Also, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir alle einigermaßen klar und gesund bei Verstand sind. Ne? Das geht natürlich nicht für Psychopathen. Ihr macht mal schön nicht, was ihr alles so für Impulse habt, bitte. Narzissten, Psychopathen und all die anderen Irren ausgeschlossen. Aber wenn du so ein ganz gesunder, normaler Mensch bist, dann mach mal eine Woche lang nur, worauf du Bock hast. Und wenn du zum Beispiel einen beschissenen Job hast, auf den du überhaupt gar keinen Bock hast, dann sag doch einfach mal, nö, geh ich da gar nicht hin. Und zwar hast du nicht ein schlechtes Gewissen. Und du holst ja auch gar nicht so einen Entschuldigungszettel von irgendeinem Doktor oder Arzt. Oder irgendwas. Niemand muss das rechtfertigen. Du rechtfertigst das für dich. Das wäre, glaube ich, ein guter Anfang. Eine Woche absolute Akzeptanz. Mindestens eine Woche. Ohne sich zu schämen dafür, dass man so faul oder was auch immer die Gesellschaft alles für Begriffe hat, für das, was man dann alles tun oder tun lassen möchte. Da gibt es ja dann auch immer schön Kampfbegriffe. Alles, worauf man dann so erstmal Bock entwickeln könnte. Das ist ja verpönt. So, das machst du mal für eine Weile. Und dann hörst du diese Stimme in dir, was die so alles für Wünsche hat, was die alles gerne machen würde. Und da mal nicht immer auf später verschieben, weil später machst du es nämlich genauso wenig. Mach es einfach sofort. Was auch immer es sein möge. Also,
was auch immer da in deinem Kopf so rumschwirrt. Ich sehe ja oben gerade so Vögel am Himmel. Ganz romantisch umeinander rumfliegen. Süß. Sehr hoch. Hübsch. Sehr hübsch. Also ich wollte gerade sagen, fliegen zum Beispiel, aber das ist jetzt wahrscheinlich schwierig, obwohl vielleicht nicht. Wenn du Bock hast auf Fliegen, dann, keine Ahnung, guck doch mal, was es für Möglichkeiten gibt. Vielleicht kannst du ja Fallschirm springen oder so. Oder Heißluftballon fahren. Oder irgendwas. Und wenn du dir zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, aber das kann ich mir ja nicht leisten oder so, dann, haha, vielleicht kannst du ja einen Job bei sowas anfangen. Und dann kannst du nämlich doch. Oder. Ja. Selbstliebe beginnt erstmal mit Selbstakzeptanz, die Dinge zu tun, auf die du Bock hast, ohne dich dafür zu schämen, dass du jemand bist, der auf sowas Bock hat. Wenn du auf Sachen Bock hast, dann musst du es nicht unterdrücken und dich dafür schämen, sondern musst du einfach einsehen, ja, okay, so bin ich. Und das akzeptieren und das lernen zu lieben. Dieser Mensch bin ich, der Bock darauf hat, jetzt gerade, keine Ahnung, den ganzen Tag im Bett rumzuschimmeln oder nackt auf der Heide zu tanzen. Was auch immer in deinem gar nicht verrückten Köpfchen so vor sich geht, worauf du einfach Bock hast, das bist du halt. Kann man auch nicht mehr ändern. Das ist so. Außer wie gesagt, ne, Pedos, Narzissten, Psychopathen, die ganzen Gestörten ausgenommen, alle anderen. Mach mal, sei mal einfach du selbst. Und dann danach fordere dich, die Dinge zu tun, auf die du Bock hast, so. Also wenn du eine Woche lang rumgeschimmelt hast, dann sind dir sicher in der Zeit auch eine Menge Sachen eingefallen, auf die du so Bock hättest. So, machen wir jetzt weiter im Text. Also mangelnde Selbstliebe, ne, ist ein Riesenproblem in dieser schlimmen Gesellschaft. Das hier sind so unter anderem die Symptome davon, was wir hier so... So geht das. Was wir hier so sehen können, ne? Das sind die Symptome von zu wenig Liebe. Doofe Gesellschaft. Art Outing und das geht dann auf so einem Weg plötzlich und löst aber dann eventuell die eine oder andere Blockade. Wieder, wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert? Hast du den Paul auch mal vorgestellt? Oder wie haben die reagiert, als du gesagt hast, hey, ich bin einfach den halben Tag ein kleines Mädchen? Ja, also meine Eltern, die kennen Papi und die fanden es am Anfang erst komisch, dass er so älter ist. Aber dann haben sie ihn besser kennengelernt und dann fanden sie es auch ganz normal und mögen ihn voll und so. Okay. Aber die wissen schon, dass ich klein bin, aber wir reden nicht so darüber und die kennen mich nur als Erwachsene. Also wenn du da bist, dann bist du 26 und redest ganz normal. Ja, aber meine Schwester, die weiß es, dass ich klein bin und die kennt mich auch so und die war auch schon manchmal hier. Die fand es am Anfang ganz dolle komisch, aber jetzt kann sie es eigentlich so akzeptieren. Ja, also ich habe nicht ganz so positive Erfahrungen gemacht. Die meisten aus meinem Umfeld, oder sagen wir anders, einige fanden es schwierig, können es nicht verstehen. Was sind so negative Momente? Also das Typische ist, dass dieser typische Vorwurf, du bist pädophil, oder der Vorwurf, das ist krank, oder das ist irgendein komischer Fetisch. Wo kommt das dann in der Regel vor, dass Leute sowas sagen? Ja, ich würde sagen, eher schon im Internet oder in einem Umfeld, wo ich die Leute nicht so gut kenne. Okay, ich kann mir natürlich auch sehr gut vorstellen, dass viele Leute auf dieses Video hier... Sehr freundlich formulierter Kommentar von N vor 4 Monaten steht da. Das ist definitiv ein interessanter Beitrag und schön, dass sich Mila so offen darüber redet. Aber ein Interview mit ihrem Papi oder generell mit einem Papi von einem Little wären auch sehr interessant, besonders wenn es ins Sexuelle geht. Wenn ich daran denke, wie eine Person sexuell auf einen Little eingeht, denke ich, dass diese Person irgendwie was in Richtung Pädophilie verspürt oder so. Dazu würde ich gerne genaueres wissen, besonders wenn das doch nicht der Fall ist. Ich bin nicht die Einzige, die daran gedacht hat. Abgesehen davon gibt es auch Littles in anderen Geschlechtern und auch dementsprechend Mamis. Soll ich jetzt schon auf den Denkfehler eingehen oder hören wir uns erst noch die Antwort an?
geklickt haben, weil sie irgendwie, wenn sie den Titel lesen oder irgendwie so ein Startbild sehen, dann das Gefühl haben, ja, das könnte vielleicht irgendwie sowas in Richtung Pädophilie sein. Und da möchte ich euch natürlich auch die Möglichkeit geben zu erklären, warum es das aus eurer Sicht nicht ist. Also, dass der Verdacht naheliegt, ist uns natürlich völlig klar, wenn man so ein Bild sieht oder sich das vorstellt. Falsch. Falsch. Jetzt unterbreche ich. Also ich höre mir seine Antwort erst gar nicht an, weil jetzt kommt ja die Propaganda, die mir viel wichtiger ist als diese armen Menschen. Pädophilie, also jetzt wird mir suggeriert, dass hier unten eine Definition stünde für das, was Pädophilie bedeutet. Und falsch. Pädophile Menschen werden durch Kinder sexuell erregt und nicht durch Erwachsene. Pädophilie gilt als psychische Störung der Sexualpräferenz. Ja. Der zweite Satz ist völlig richtig. Pädophile Menschen werden durch Kinder sexuell erregt, ist eingeschränkt richtig. Pädophilie? Wort, Herkunft. Pädophilie. Philia, ne? Pedo. Warum kriege ich das denn irgendwo richtig mehr hingeschrieben? Ey, die Leute wollen das wohl nicht mehr, ne? Ja, Pädosexuelle. Das ist, was die da beschrieben haben. Pädophilie ist die Zuneigung, also Philia ist die Zuneigung. Also Pädophilie bedeutet Zuneigung zu Kindern. Und es beginnt nämlich da. Nicht das. Sex ist das Schlimmste. Die schlimmste Form des Missbrauchs, die ein Pädophiler mit einem Kind begehen kann. Und eine ausgelebte Pädophilie, also eine Zuneigung zu diesen Kindern, ist nämlich auch schon richtig eklig und manipulativ. Weil da ja ein Mensch mit einem völlig unwissenden, machtstrukturmäßig unter ihm stehenden Menschen zu seiner Stimulanz, und sei es eben nicht erotisch, ist es seine Stimulanz, welcher Form auch immer, ausnutzt. Pfui, Pädophilie, die Zuneigung. Also, liebe Art und Zütf, liebes Funk, lieber Leroy, ich möchte widersprechen. Pädophile Menschen werden durch Kinder sexuell erregt und nicht durch Erwachsene. Das sind die Pädosexuellen. Pädophilie bedeutet, die Zuneigung zu Kindern zu verspüren. Die ist einfach nicht normal. Du sollst Zuneigung zu deinen eigenen Kindern gerne empfinden und du sollst auch natürlich Liebe für ungefähr jedes Lebewesen einfach empfinden, wenn du es hinkriegst. Aber eben nicht in der egoistischen Form eines Pädophilen, der Zuneigung von einem Kind wünscht. Hier, so eine co-abhängige Beziehung, die ein Erwachsener von einem Kind wünscht. Also wenn man da tiefer einsteigt in die Psychologie von diesen Menschen, die suchen ja sozusagen Halt in ausgerechnet den kleinen Kindern. Das ist wirklich richtig krankhaft. Da wird das Verhältnis völlig umgekehrt. Die wären eigentlich am liebsten, ach, lassen wir das. Es ist schlimm. Und es ist nicht Pädosexuelle, habt ihr hier erklärt. Pädophile Menschen, ihr meint, pädosexuelle Menschen werden durch Kinder sexuell erregt und nicht durch Erwachsene. Pädophilie gilt tatsächlich und zum Glück als psychische Störung der Sexualpräferenz, obwohl ich ja von diesen ganzen psychischen Störungen und der Klassifizierung, wie meine Zuschauer wissen, überhaupt nichts halte. Das ist der einzige Moment, wo ich darüber glücklich bin, dass es sowas gibt. Pädophilie, Störung, Ende der Diskussion. Oh Gott. Stellt. Was da passiert, aber zum einen ist er für uns gar nicht sexuell, also ach, so Pädophilie hat was mit Sex zu tun und das hat es für uns eben überhaupt nicht. Und es wird, glaube ich, einfach dieser intime Moment, sie hat untenrum nichts an und wird sauber gemacht oder so, ist für viele wahrscheinlich so ein Trigger, wenn da eine Windel im Spiel ist. Aber das ist für uns ja auch einfach nur eine Art von Versorgung. Die Proportionen sind ja gar nicht kindlich und deswegen ist es, glaube ich, da für uns ist das überhaupt kein Thema. Und wir kennen auch niemanden aus der Szene, der den Anschein macht. Die Zuschauer haben unter dem letzten Video ganz viele Fragen in die Kommentare geschrieben. Mila, warum wünschst du dir einen Papi und keine Mami? Das möchte jemand wissen. Also eigentlich wäre eine Mami für mich auch okay gewesen.
Aber ich habe ja dann schnell Papi gefunden. Und ich glaube, es gibt doch einfach mehr Papis als Mamis irgendwie. Aber ich weiß nicht genau, warum. Okay, und für dich, spielt das eine Rolle, ob du einen Little Sohn hast oder eine Little Tochter? Also so zur normalen Versorgung vielleicht nicht, aber da wir auch viel kuscheln, habe ich irgendwie so ein, ist mit Jungs nicht das Gleiche. Okay. Also das kann ich mir jetzt eher in so einer intimen Beziehung nicht vorstellen. Okay, da ist dann schon für dich wichtig, dass es eine Frau ist, die da drin steckt. Da wir auch viel kuscheln. Also das, was ich nämlich eben ja schon als, ich würde mal sagen, gesunder Mensch zu ihr gesagt habe, so wir können völlig unsexuell und erwachsen mal miteinander kuscheln. Nee, das geht nicht. Mit dem gleichen Geschlecht ist irgendwie komisch. Ja? Weil es eine sexuelle Zuneigung ist, oder was? Oder wie? Oder was? Weil sonst wäre es ja egal. Wenn es nicht sexuell wäre, dann ist ja eigentlich egal, ne? Kuscheln kannst du mit jedem. Kannst du mit einem Baum auch kuscheln. Ich würde das in dem Fall ehrlich gesagt auch bevorzugen, wenn ich wüsste, dass du im Wald Bäume kuschelst, anstatt die Mila. Ja, ich habe das ausprobiert und irgendwie habe ich bei Männern so ein da kräuseln sich bei mir so ein bisschen noch die Nackenhaare. Okay, aber vielleicht ist es dann so, also vielleicht ist es dann doch so ein bisschen. Mir kräuseln sich alle Haare so. Könnt ihr es sehen? Denn, wie soll ich sagen? Also wenn du, ihr habt halt keinen Sex, das habt ihr ganz deutlich gesagt. Und da ist so eine Trennung, aber vielleicht ist dieses Kuscheln und sich kümmern dann doch etwas, eine andere Art von Intimität und Nähe und ja, ihr seid jetzt kein Pärchen, aber lebt trotzdem so eine Art Beziehung. So, das kann man ja, also vielleicht ist es einfach sowas, was nicht genau ins Schema passt, aber dann ist es dir doch wichtig, dass da eine Frau drin steckt in dem Kostüm oder dem Kleidchen. Ich will dir da gar nicht zu nahe treten. Und dann ist es sowas dazwischen. Also es ist nicht ganz, es ist jetzt nicht asexuell, was ihr habt. Mhm. Okay. Nächste Frage an dich, Mila. Hattest du mit deinen anderen? Mhm. Also es ist ja jetzt nicht asexuell, was ihr habt. Mhm. Das ist, was wir aus ihm rausbekommen. Super interessant fand ich das jetzt. Es ist nichts Sexuelles, hat er gesagt. Und das, wozu man ihn bewegen kann, ist, dass er bestätigend sagt zu, es ist nichts Asexuelles. Merkt ihr, was ich meine so? Die Realisation ist da. Es ist was Sexuelles. Mhm. Aber das mag ich gar nicht. Es ist nichts Sexuelles. Es ist aber nichts Asexuelles. Mhm. Versteht ihr? Daddys Sex. Ja, also ein Kommentar war jetzt, es würde ihn interessieren, ob sie schon mal mit irgendwelchen Daddys Sex hatte. Eine schwierige Frage, weil die nicht so schwierig. Mein Papi waren, wie Papi das jetzt ist, sondern da wusste ich noch nicht genau, dass es sowas Unsexuelles ist und da gab es auch nicht so eine Grenze. So bei Papi und mir ist ja klar, wir sind kein Paar. Und bei denen war es so, da wusste ich nicht genau, was es wird. Und dann hatte ich mit manchen schon was. Okay. Ja. Und daraus hast du dann als Fazit mitgenommen, dass es dir besser passt? Ja, weil dann ist es so gespielt wie so ein Rollenspiel oder so. Und da habe ich dann gemerkt, nee, für mich ist es nicht sowas, sondern sowas wie jetzt. Okay. Erregt dich selber das Little-Sein? Nein, nee. Aber manchmal bin ich ja auch groß und da kann ich dann auch schon so werden, aber wenn ich klein bin, nicht. Ich möchte jetzt mal was voll Provokantes sagen und wenn es nicht stimmt, dann soll die erwachsene Person, der erwachsene Mensch, in dem diese Mila drinsteckt, sich bei mir melden und das mit mir anders besprechen und ich bei allem Respekt, ich höre gerne zu. Aber in meinen Augen, ne? Und ich spreche als jemand, mit einer Diss. Warum mache ich Anführungszeichen? Weil ich habe ja in meinem Video, wie heißt es, irgendwas mit Spaltung, ich werde es hier verlinken. Ich erkläre ja in meinem Video da, dass ich total gegen Diagnosen bin, wenn man gesund werden möchte. Gesund. Gesund, naja.
Beruhige dich, Maike. So viel Wut, die nichts mit Mila zu tun hat. Also, als jemand, der Erfahrung mit solchen Dingen hat, ja, und auch kindliche Anteile kennt und hat, und als Mutter, die ich nun mal auch bin, was mir ganz sicher auch doll dabei geholfen hat, zu dieser Art zu denken überhaupt zu finden. Ich bin verantwortlich. Also wenn ich einen kindlichen Anteil habe, ne, dann bin ich, ich halte nicht von so Begriffen wie sorgeberechtigt oder erziehungsberechtigt oder so, aber ich bin verantwortlich für Kinder, die ich mit mir rumschleppe. Und das ist absolut unverantwortlich in meinen Augen, dass man als jemand, der für dieses Kind zu Mila zuständig ist, und das ist der erwachsene Mensch, in der dieses Kind lebt, das zulässt, dass die so eine komische, super komische Beziehung, welche Mutter, bitte, ich habe so viele Mütter unter euch Zuschauern, bitte sagt mir in den Kommentaren, ob ihr das erlauben würdet, wenn ihr so ein kleines Mädchen hättet, dass es so eine nicht sexuelle, aber auch nicht asexuelle Beziehung zu so einem 50-jährigen Typen hätte. Unverantwortlich einfach, ne? Und ich weiß, das ist jetzt wieder voll provokant und scheiße. Und jetzt kommen wieder aus der Dis-Ecke ganz viele Leute, die mich dafür hassen. Das ist jetzt auch nicht das erste Mal. Macht. Jeder ist seines Glückes Schmied, sage ich ja immer. Oder noch schöner, jeder ist seines Schmückes Glied. Ich finde das verantwortungslos. Moment, das verstehe ich nicht. Also ich bin ja manchmal auch groß und da kann ich dann auch schon so werden. Aber achso, du kannst erregt werden. Mhm, aber wenn ich groß bin halt. Mhm. Und dann sind es eher gleichaltrige Männer oder Frauen oder ältere Männer? Das waren, so wie du mir erzählt hast, eher etwas ältere als du, ne? Mhm. Okay. Und wenn du jetzt groß bist, dann wäre aber Paul nie jemand, den du selber so attraktiv finden würdest. Vielleicht schon, aber ich kann ihn ja nur als Papi sehen. Ah, okay, auch wenn du erwachsen bist, kannst du ihn nur als Papi sehen. Okay. Ja, und ich würde sie auch immer nur so als Kind sehen, egal, auch wenn sie erwachsen ist. Aber wir schließen nicht aus, wenn du irgendwann mal diese Snaddle-Sein nicht mehr brauchst, kann sich ja unsere Beziehung auch verändern. Also wir würden jetzt nicht für die Zukunft ausschließen, dass wir dann doch irgendwann ein Paar werden. Okay, also ihr versteht euch menschlich einfach, ihr seid da so auf einer Ebene, dass ihr das hier so austragen könnt und deshalb könnte es theoretisch sein, dass ihr auch mal ein richtiges Paar offiziell, wie man sich das so vorstellt. Ja, wir arbeiten nicht darauf hin, aber wir schließen auch nichts aus. Okay, ganz wichtig, Freunde, ihr könnt natürlich auch sehr gerne eure Fragen weiterhin in die Kommentare schreiben. Ich bin sicher, dass Paul und Mila da auch ein bisschen mit kommentieren können und vielleicht treffen wir uns auch irgendwann wieder und können dann nochmal auf neue Fragen eingehen. Also nutzt das sehr gerne. Ich habe jetzt noch eine Frage an dich, Paul. Wie sieht das denn finanziell aus? Als Papi, ich habe da nie drüber nachgedacht, aber als Papi zahle ich. Also mein Papa hat früher für mich alles bezahlt, wie das hier wohl ist, ist ein Kommentar. Sehr gut. Natürlich für mein Kind alles Mögliche. Wie ist es bei dir? Also wir haben ja jeder unser eigenes Einkommen. Mila hat ja auch ihre eigene Wohnung und wir finanzieren unser Leben erstmal komplett getrennt. Aber natürlich ist Mila Schülerin, ich habe ein gutes Einkommen und ich bin der Papi. Also wenn wir irgendwo hingehen, egal ob das jetzt Phantasialand zu oder ein Restaurant oder so ist, dann bezahle ich natürlich alles. Okay. Aber ich bezahle nicht Mila, ich gebe Mila kein Geld. Und bezahle jetzt noch nicht alle Klamotten oder so. Aber natürlich kaufe ich dir öfter mal was. Ja. Aber wie man das eben so in einer Beziehung macht. In einer was? Wie man das in einer Beziehung macht oder wie man es als Papa macht? Ja, beides. Also als Papa würde man jetzt alle Kleidung bezahlen. Aber wenn ich jetzt in einer Beziehung bin, egal mit wem, und ich sehe was Schönes und ich habe mehr Geld. Ja, beides. Ich habe mich gerade schon wieder verplappert. Aber nein, ich bin nicht in der Beziehung. Also, oh Mann, ey. Also, was man ihm auf jeden Fall vorwerfen kann, das ist Fischigkeit, oder? Ne? So, nein, bin ich nicht, bin ich nicht. Ich bin nicht links, ich bin nicht rechts, du kriegst mich nicht.
so richtig schön glitschig, so windet sich. Nein, kannst du nicht fangen. Oder kannst du Fische mit den Händen fangen? Falls ja. Das könnte eine gute Bam-Challenge sein. Aber bitte wieder freilassen und wirklich nur mit den Händen, nicht wehtun. Oh Gott. Habe ich solche im Publikum? Sowas, das mag ich nicht, ne? Das finde ich so richtig unsympathische Leute. Das sind ja auch die Neutronen, würde ich mal sagen, die Opportunisten, die jeden Tag, je nachdem, wie der Wind halt weht, ne? Es ist immer anderes Wetter bei denen. Aha. Du kannst sie auf nichts festnageln. Es ist nichts Sexuelles. Es ist auch nichts Asexuelles. Es ist eine Beziehung. Es ist ein vaterschaftliches Dings. Nein, es ist doch eine Beziehung. Nein, es ist ja alles dasselbe. Nein, es ist nicht alles dasselbe. Aber so Leute wie du, ne, die machen das, dass diese Gesellschaft so voll schwammig und verschwommen wird, so wie sein Gesicht hier gepixelt ist. Einfach alles nur noch undeutlich. Meine Fresse. Ich weiß, keine Ahnung, ja, nein, vielleicht. Ich weiß nicht, wieso ich hier sitze, warum ich ein Interview gebe. Ich traue mich nicht mal, mein Gesicht zu zeigen und ich mache nur schwammige Aussagen. Herzlichen Dank für das Interview. Dann würde ich natürlich, egal, ob es eine Daddy-Little-Beziehung ist oder ob es eine Erwachsene-Beziehung ist, würde ich auch, wenn ich eine Freundin hätte, irgendwas was Schönes kaufen. Okay, also ihr seid schon, dann kann man schon sagen, dass ihr in einer Beziehung seid, aber ihr seid nicht in der Beziehung, wie man sich das jetzt da draußen so auf den ersten Blick vorstellt. Also ihr seht euch schon auch in einer gewissen Form exklusiv so zusammen. Genau. Okay. Ich versuche mich mehr auf die Musik zu konzentrieren, aber nicht auf einer Paarebene. Wärst du selber eifersüchtig, wenn Mila jetzt mit jemand anderem zusammen wäre und die Sex hätten oder intim werden würden, wie auch immer? Nee, ich wäre eifersüchtig, wenn sie einen zweiten Daddy hätte oder wenn sie in ihrer Beziehung dann das auch so ausleben würde. Aber wenn sie auf einer Paarebene einen Freund hätte, würde er mir ja nichts wegnehmen. Genauso würde es mir auch gehen, wenn Papi ein anderes Little hätte. Wäre ich so sauer, dann würde ich die beißen. Das würde mich richtig ärgern. Beißen sogar? Ja, okay. Sogar beißen. Aber wenn Papi eine erwachsene Frau hätte, dann wäre es okay, weil die ist ja dann erwachsen und langweilig. Aber das wäre aber auch ein bisschen doof, weil dann hätte Papi ja weniger Zeit für mich. Ihr beiden, jetzt würde mich aber abschließend noch... Würde er mir ja nichts wegnehmen. Genauso wird es mir auch. Ja, stimmt ja so, ne? Also Väter möchten ja auch nicht, dass plötzlich ein anderer Vater. Also, aber Entschuldigung. Weißt du was? Wärst du ein richtiger Vater geworden? Ich weiß, du magst keine Kleinkinder, aber hättest du dieses Experiment gewagt, dann wärst du dieses Risiko nie eingegangen. Geile Sache. Das ist das Geile an echter, natürlicher, biologischer Vaterschaft. Kann dir überhaupt kein Typ wegnehmen, so. Das ist eindeutig dein Kind. Das ist der Vorteil von diesen nervigen, kleinen. Ja, und ihr geht's auch so? Ja, sie wäre halt ein eifersüchtiges Mädchen. Da? Sie hat eine Schwester in Wirklichkeit. Ich darf da nicht zu tief in die Analyse gehen. Aber ja, interessant. Einfach interessant. Um es mal ganz vorsichtig psychologisch zu formulieren, irgendeine Form von Dysfunktion in der Familie scheint es auf jeden Fall schon zu geben. Eine Präposition, die diese Form von Eifersucht bei ihr erzeugt, wenn es um Geschwister geht, wenn es denn bei den beiden um eine Vater-Tochter-Beziehung geht, dann wäre sie eifersüchtig auf ein Geschwister. Also es gibt irgend so ein Aufmerksamkeitsding, ne?
zusätzlich zu von einer von mir behaupteten Diss. Es ist kein Rollenspiel, hat auch er gesagt. Sie wird getriggert. Und noch einmal, nichts, überhaupt gar nichts gegen diese Leute. Voll krass was gegen ZDF, ARD und eure Form von komischer Akzeptanzkultur, die anstatt darauf einzugehen, was ja eigentlich die Aufgabe von Journalismus jetzt wäre, die Ursprünge und Ursachen dafür zu finden, wie kommt es denn? Da sagt er nur so schwammig, ja, ich habe mich das auch schon mal gefragt, woher das kommt, ich weiß es nicht, ne? Es ist einfach so. Nee, dann wäre es jetzt die Aufgabe eines investigativen Journalists, mal die Ursachen für solche Sachen zu erforschen. Wie kommt es zu solchen Abweichungen? Die beiden führen eine co-abhängige Beziehung miteinander. Er hat sich auch schon mal gefragt, warum das so ist. Also ich habe schon versucht, mir über solche Dinge Gedanken zu machen, aber ich weiß wirklich nicht genau, wo es herkommt und warum ich das will. Aber er kommt zu keinem Ergebnis, also ist einfach alles normal. Okay, dass er verdrängen möchte und nicht an seiner Psyche weiterarbeiten will. Okay, aber ARD, ZDF, was los? Was los? Ihr wollt doch, dass Leute für sowas bezahlt. Nee, das ist Propaganda. Das ist überhaupt kein bisschen Journalismus. Einfach nur dämliche Propaganda im Sinne dieser ganzen. Ich versuche jetzt mal irgendeinen Begriff zu finden, der nicht so triggert. Im Sinne eines Trends im globalen Mindset, in so einem kulturellen Mindset. Jetzt habe ich den Anfang des Satzes vergessen, das war aber jetzt auch schwierig. Jedenfalls, wenn, das ist Propaganda, wenn es einfach nur blind diesem komischen Trend folgt, mir irgendwelche, ach ja, was ich alles jetzt irgendwie akzeptieren soll, einfach so dahin gekotzt. Erklär mir doch mal, wie es dazu kam. Das wäre doch eigentlich der Auftrag von dem, was sich hier Journalismus nennt in diesem Land. Ach scheiße, ey, ist das traurig. Wenn Papi ein anderes Little hätte, wäre ich so sauer, dann würde ich die beißen. Das würde mich richtig ärgern. Beißen sogar? Ja, okay. Sogar beißen. Aber wenn Papi eine erwachsene Frau hätte, dann wäre es okay, weil die ist ja dann erwachsen und langweilig. Aber das wäre aber auch ein bisschen doof, weil dann hätte Papi ja weniger Zeit für mich. Ihr beiden, jetzt würde mich aber abschließend noch interessieren, was ihr vielleicht Menschen da draußen mitgeben wollt, die vielleicht was Ähnliches empfinden, sich total unwohl fühlen, weil sie das nie irgendwie haben ausleben können. Gibt es irgendeine Regel, irgendeinen Tipp, wo ihr sagt, ey, achtet genau darauf, das wird super hilfreich sein? Also ich finde es ganz wichtig, dass man immer so auf seine eigenen Gefühle achtet und seine eigenen Bedürfnisse erkennt und dann auch das wirklich, also dabei bleibt, so jetzt zum Beispiel bei mir, ich habe gemerkt, das ist was nicht Sexuelles und da darf ich mich auch von niemandem dazu bringen lassen, dass es irgendwie doch was anderes ist, sondern man muss immer auf sich selbst hören. Und wie geht's dir? Ja, auf der einen Seite sollte man sich trauen, sich Bedürfnisse auch einzugestehen und auch darüber zu sprechen und vielleicht andere zu finden, um nicht unglücklich zu sein, weil man was verpasst hat. Auf der anderen Seite sollte man aber dann auch den Kontakt zu irgendeiner Community suchen, wo viele Leute sind, die einem Tipps geben können, weiterhelfen können, damit man nicht an die Falschen gerät. Okay, also ihr sagt auch so durch die Blume, durch die Blume, durch die Blume, durch die Blume. Heißt du jetzt durch die Blume? Durch die Blume, ja. Okay, alles klar, dann hat unser Podcast jetzt einen Namen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu Durch die Blume mit Alex und Maike. Genau, begleitet werden Sie von Alex und Maike durch die Blume. Die schönste Reise eures Lebens. Richtig, hat doch jetzt begonnen. Perfekt. Schlürft den süßen Nektar, kuschelt euch in ein samtiges Blütenblatt, lasst euch von uns den Honig ums Maul schmieren. Da muss man echt aufpassen, dass man gute Seelen trifft, weil sich der eine oder andere das vielleicht auch mal zu Nutzen macht. Aber ich kann von meinem Erlebnis mit euch beiden, das ist das zweite Mal, dass ich hier bei euch zu Hause zu Gast sein darf, wirklich sagen, ich habe das Gefühl, das ist für euch eine Win-Win-Situation, weil ihr
beide da super happy mit seid. Ihr trefft diese Entscheidung freiwillig und das ist mir ganz, ganz wichtig. Ihr habt eure Regeln. Das ist mir übrigens ganz, ganz wichtig. Co-Abhängigkeiten sehen oft aus wie Win-Win-Situationen, ne? So eine schön funktionale Co-Abhängigkeit. Wenn ja der eine irgendwie zum Beispiel die Störung hat, dass er immer alles vollpissen muss und der andere hat einen Putzzwang, das ist doch total super. Dann passen die doch einfach gut zusammen. Was soll denn jetzt einer an seinem Putzzwang arbeiten oder der andere daran, dass er immer alles vollpisst? Die passen doch. Ist doch schön. Das sollten wir akzeptieren. Ist eine gute Botschaft. Liebes Art und Sütf und Propagandafernsehen hier. Ja, Freunde. Jo, wenn du eine Angststörung hast und dann mit irgendeinem Typen mit so einem überhöhten Sicherheitsbedürfnis, der irgendwie hier so alles hermetisch abriegelt und tausende von Kameras installiert und so weiter. Ihr passt top zusammen. Arbeitet doch nicht an eurer Angst, ihr passt doch super zusammen. Das ist echt dieses absolut missverstandene Bild von Partnerschaftlichkeit, das wir heutzutage so gerne irgendwie vorfinden. So Leute, die denken, sie wären ein gutes Paar und auch von außen so wahrgenommen werden, weil ihre Störungen so schön zusammenpassen. Toll, einfach toll, wirklich großartig. Ja, nee, fällt mir nicht viel zu ein, ne? Fällt mir viel zu ein. Aber irgendwie auch nichts. Das ist super. Und ja, ich bin total gespannt, wie ihr das heute gefunden habt, Freunde. Wir sind jetzt hier bei Paul und Mila zu Gast gewesen. Und ihr könnt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Versteht ihr deren Art von Beziehung? Versteht ihr das Little-Sein? Versteht ihr, warum Paul das macht? Oder ist irgendwas noch nicht beantwortet worden? Ja, ich verstehe das. Ich glaube, ich verstehe es besser. Hier sind jetzt noch versteht ihr das, ne? Liebes ARD und ZDF und Funk und Propagandafernsehen und lieber Leroy, ich verstehe das. Ich verstehe das, glaube ich, besser als die zwei, die da sitzen. Ich finde es erbärmlich. Nicht die zwei, die da sitzen. Auch nicht die drei, die da sitzen. Niemanden von euch finde ich erbärmlich. Aber diese Sendung, diese Form von Akzeptanzkultur, dieser Schmuh, der mir jetzt überall untergejubelt wird, ich kann es nicht mehr sehen. Und das ist nur ein Beispiel von dem ganzen Scheiß. Es gibt in den USA eine Fernsehsendung, die heißt Love is Blind, glaube ich. Liebe ist blind. Da kannst du alle möglichen kranken Formen von Zeug. Da gibt es auch die Littles zum Beispiel. Oder hier. Love is blind. So schön. Dieser Namen, diese Akzeptanz und Toleranz. Love is blind. Nee, wartet. Ich habe, glaube ich, die falsche Sendung rausgesucht. Love. Don't judge heißt die. Liebe urteilt nicht. Love, don't judge. Da. Er ist feminin, ich bin maskulin und wir sind verliebt. Sie ist nicht wegen der Green Card mit mir zusammen. Ich habe meine Transgender-Frau im Gefängnis geheiratet. Ich kann weder laufen noch reden, aber ich habe die wahre Liebe gefunden. Ich bin 23, er ist 62, aber ich bin nicht hinter seinem Geld her. Wir sind nicht Mutter und Sohn. Meine Freundin identifiziert sich als Katze. Ich bin verliebt in einen... Hier, Kerzen-Dings, wie heißt's? I'm in love with a chandelier. Wie heißt denn das jetzt? Kerzen, wie heißt... Mann! Leute, hängt von der Decke runter, sind viele Glimbims dran und Lampen. Leuchter. Brett vorm Kopf. Wir sind beide schwanger geworden und wissen nicht von wem. Weil die alle irgendwie alle was miteinander machen zu viert. Oder. Ich schäme mich nicht für den Job meines Mannes. Ich bin 24, meine Frau ist 61. Meine Freundin liebt es, wie ein Hund zu spielen. Na, hier, also sie ist zum Beispiel gerne. This is Danny. Ein Hund. Und dann, da, spielen die so Fußball. Many onlookers had other opinions about their unusual relationship dynamic. Das ist ja normal. We do get a lot of negative comments online. Take it to the pound and have it euthanized. Ne? Sie ist also ein Hund. Warum auch nicht? Ne? Hund. Die andere war eine Katze. Hier, sie ist eine Katze. This is Lorenzo. He fell in love with Jenna. I think my favorite thing about Jenna is her ability just to embrace. Die ist auch ein Hund. Noch ein Hund.
So going to the dog park is date, and I was like, huh, that's different, that's strange, because I'm actually a very, very sexually natured person, so that kind of threw me off a little bit. But I like so into her personality and so intrigued by her and wanting to learn about her that I didn't even care. Like, I didn't need that at that point, and I was fine with giving it up for her. Are you getting hungry? Wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe eigentlich nur nach Bildern gesucht, hat er, glaube ich, gerade sogar gesagt. Also er ist eigentlich, hat er schon ein großes Bedürfnis nach Sex, aber weil sie überhaupt gar keinen Sex haben will, hat er das für sie aufgegeben. Auch eine schöne und total gesunde und normale Beziehung. Ja, ja, ja. Das müsst ihr einfach alles akzeptieren. Ihr müsst, manche von euch suchen irgendwie noch nach so einem Partner oder so, ne? Ja, da müsst ihr mal ein bisschen offener werden. Also, ihr, was ihr auch für komische Vorstellungen habt, ne? Liebe sieht heute so aus. Und urteilt nicht. So, nochmal, völlig wichtig, so, weil ich urteile wirklich überhaupt kein bisschen über diese ganzen Leute. Das ist alles deren Problem. Ich urteile eigentlich nur über so Propaganda, die mir diese scheiß Akzeptanzkultur jetzt auf den Bauch binden will. Die will ich nicht, habe ich nicht nachgefragt, nehme ich nicht. Ich akzeptiere jeden überhaupt, gar kein Problem. Ich bin super tolerant mit allen, mit meinen Mitmenschen um mich herum. Ich kann eine Menge, ich kann echt eine Menge akzeptieren. Aber halt keine Propaganda so, ne? Also nicht, dass man, vor allem nicht, dass man mir jetzt alles Abweichende als das Normale verkaufen will. Scheiß Kulturbolschewismus, habe ich nicht gesagt. Habe ich nicht gesagt. Habe ich nicht gesagt. Als ob. Hier, die haben aber, glaube ich, was miteinander. In the words of Peter Pan, I never want to grow up. Keep it on the fridge. In den Worten Peter Pans, ich möchte niemals aufwachsen. In meinen Worten, ich habe ein tolles, ganz tolles Video über den Psychopathen Peter Pan. Findet man in meinen Videos. Psychopath Peter Pan. Ich möchte nicht so sein. Aber das, da kann sie natürlich nichts für, dass sie das alles nicht weiß. Aber halt direkt mal in so ein fettes Fettnäpfchen auch getreten. Toller Beitrag. I'm a little and he is my daddy. Ich bin ein Little und er ist mein Daddy. Extreme Liebe. Aber um das klarzustellen, hier unten steht, ne, my girlfriend lives as a toddler. Also meine Freundin lebt als Kleinkind. Kleinkind, das ist ein Kleinkind und ist das seine Freundin. Okay, schauen wir mal. This is a valley of ashes, a fantastic farm where ashes grow like wheat into ridges and hills and grotesque gardens, where ashes take the form of houses and chimneys and rising smoke, and finally, with a transcendent effort of men who move dimly and already crumbling through the power dreary air. Peppa and Emily Elephant like to share their toys with each other. Also wahrscheinlich auch eine Diss, wa? Erst liest sie einwandfrei irgendwas vor. Und dann ist ein kleines Mädchen. DDLG by definition is Daddy Dom Little Girl, and it is a subsection of BDSM, which is a part of kink. I was just. Es ist eine. Es ist eine Unterkategorie von BDSM, also Bondage und Sadomaso. Also, und sie sagt dann auch, es ist ein Fetisch, aber. Ganz besondere Richtung, aus der es kommt. Ne? Habt ihr es gehört? Bondage, Sadomaso. Also, das glaube ich jedenfalls, dass BDSM dafür steht. Können wir ja mal eben schnell überprüfen. BDSM. Deutsch. BDSM-Definition. Abkürzung, das steht. Genau, dann ist es.
Bondage, Discipline, Dominance and Submission, Sadism and Masochism. Also Fesselspiele, Disziplinierungen, Dominanzspiele, Unterwerfung, Sadismus und Masochismus. Dafür steht das. Und aus dieser Ecke hat sie jetzt gesagt, ne? Hat sie gesagt, nicht ich. Sie hat gesagt, aus dieser Ecke kommt dieser Fetisch. Dass dieser 31-Jährige diese 5-Jährige, wissen wir jetzt noch nicht genau, ob ist es ein Persönlichkeitsanteil, dann ist sie nämlich wirklich 5. Und dann ist er auch wirklich pädophil, ganz einfach und eindeutig und ganz eklig. Oder ist sie 25 und macht ein Rollenspiel? Dann aber auch, dann geht mein Dank wieder ans Fernsehen, diesmal ans amerikanische. Danke, Fernsehen, für diese beschissene Propaganda. Ich hoffe, ihr erklärt irgendwas. Das ist Altersregression, eine Form, mit einem Trauma klarzukommen, ein Trauma zu verarbeiten, indem man sich in ein Alter zurückversetzt, wo man noch glücklich war, bevor das Trauma passierte. Die meisten Littles, wie man das hier bezeichnen würde, sexualisieren aber auch diesen Little Space nicht, also diesen Raum, in dem sie sich wie Kinder verhalten. Es geht nicht darum, sich hingezogen zu fühlen zu einem kindähnlichen Menschen. Wenn überhaupt, ist er einfach nur ein Umsorger, wenn sie diesen Little Space betritt. Also so wie wir das eben in dieser deutschen Doku gesehen haben, so schreibt hier jemand in den Kommentaren, der sich damit offenbar ein bisschen besser auskennt. Ich habe das ja jetzt nicht recherchiert. Ich habe aber auch direkt von Trauma gesprochen. Ich finde es halt auch einfach auffallend. Aber ich meine, ich bin halt auch ich habe einfach nur Erfahrungen mit dissoziativen Identitätsstörungen. So. There are a lot of people in the community that do this sexually. And I am not one of those people. This is a completely non-sexual lifestyle for me. Okay, sie sagt auch, es gibt Leute in der Community, die machen das sexuell, aber die machen gar nichts Sexuelles, sagt sie. The way Max first told me that she was part of this lifestyle, she had shown me the videos that she was watching, and she showed me a sippy cup and that she was eating these baby snacks, and I think that's when we had the conversation about it. Are you stuck in the puddle? I know a lot of people look down on more hardcore versions of the DDLG subset, but for a lot of people, it's non-sexual. For us, it's non-sexual. Also für die meisten Leute ist das was nicht Sexuelles, sagt er jetzt auch nochmal. Das. Okay. If it's been a really hard day. Wobei nochmal, Pädophilie ist auch nicht ausschließlich sexuell. Ne? Es ist erstmal einfach nur sich hingezogen fühlen. Und wenn du jetzt nicht den Unterschied kennst, dann ist das dein Problem beim Denken, nicht meins. Ich lasse mir da gar nichts unterstellen. I like puddles. Jumping to the park. Na, da sind Kinder im Hintergrund, ne? Also ich meine, das ist halt, deswegen, ich sag ja, ich kritisiere das Fernsehen. Ich kritisiere einfach nur diese Kack-Fernsehsender. Die gehen mir alle so auf die Nerven. Natürlich auch dumm von denen, wenn die, also das ist auch scheiße. Das geht mir auch so auf den Sack, dass die Menschen so gerne mal ins Fernsehen wollen, dass man denen alle Regieanweisungen aber auch vor die Füße kotzen kann und die dann so, ja klar, machen wir. Sie sagt selber offenbar in einem Interview an irgendeiner Stelle, weil es ist ja unten ein Zitat, sie macht es nicht in der Öffentlichkeit, weil sie will nicht Leute damit konfrontieren, die da nicht ihr Einverständnis für gegeben haben. Völlig, völlig zu Recht. Ich bin jetzt aber immer noch total verwirrt. Sie hat eben gesagt, es kommt aus der BDSM-Fetischszene. Jetzt haben mir aber auch beide versichert, es hat mit Sex nichts zu tun. Dann wurde mir von ihr versprochen, dass sie das nicht öffentlich macht und dann da. Vielleicht macht sie das auch sonst nicht öffentlich und dann wieder zurück zu Danke, Propaganda, Fernsehen, für die ganze bekackte Kacke, die du machst und aber auch danke Menschen, dass ihr nicht selber denken könnt. So, nee, solche Bilder mache ich jetzt halt nicht.
I'm little a lot of the time, especially when we're at home, when we're just relaxing and I'm with him. I'm little when I want to be. I'm little when it's right to be. But of course, it's not something that like I can't control. Like, sie ist ein little, wenn sie Bock drauf hat. Sie ist ein little, wenn sie es möchte. Sie ist ein little, wenn es so richtig ist, das zu sein. Was auch immer das bedeuten soll, wann auch immer das richtig ist. If we're out in public, you know, I don't just random something that like I can't control. Like, if we're out in public. Es ist nichts, was sie nicht kontrollieren könnte. Also das ist was anderes. Die Andrea wurde ja eindeutig getriggert, haben sie ja gesagt. Sie sagt, sie kann das kontrollieren, es ist also ein Rollenspiel. Das führt dann wieder zurück zu dem, was sie ganz zu Beginn gesagt hat, nämlich es kommt aus der BDSM-Szene und ist eine sexuelle Spielart. Und dann auf einmal ist es das aber doch wieder nicht. Ach. Aber ich als Journalist oder Mensch in irgendeiner Fernsehredaktion, der so einen Beitrag zusammenwummle, ich stelle keine Fragen weiter, ich habe da keine Fragen weiter. Ich forsche auch nicht mehr selber nach. Es ist so, es ist das Gegenteil. Ja, okay. Was? Nee, ist egal. Nehme ich so hin. Kommt in meinen Beitrag. Richtig guter Beitrag. Krieg ich einen Fernsehpreis? Randomly like shout daddy because that's involving other people and something that they didn't consent to. Okay, stop, I'm sick. Ja, genau, da hat sie es gesagt. Während sie es da macht, nein. Also während sie diese Bilder zeigen. Sie macht das nicht in der Öffentlichkeit. Dann macht sie es ja vor Leuten, die nicht ihr Einverständnis dafür gegeben haben. My Dom, my Daddy, takes care of me, but... My Dom, my Daddy takes care of me. Wohlgemerkt, wir haben jetzt schon wieder dieselbe Wischiwaschi-Kacke hier von Leuten, die nicht so genau wissen, was jetzt eigentlich. Nicht Fisch, nicht Fleisch. My Dom, das ist der dominierende Part in einer so einer BDSM-Beziehung, wie sie es vorher beschrieben hat. Dann sagt sie, korrigiert sie sich aber und sagt my Dad. Also es ist doch ein Kink, also ein Fetisch. But I also take care of him, we take care of each other. And I think having that nurturing aspect to the relationship really makes it strong. I have an extensive list of rules, but the main ones are no tantrums, no saying no. Oh mein Gott, da hängen ihre Regeln. Keine Wutanfälle. Sag niemals Nein zu Daddy. Und das beinhaltet auch Widerworte geben. Papa darf man keine Widerworte geben. Man sagt niemals Nein. Finde ich jetzt schon mal eine absolut ungesunde Regel für absolut jede Beziehung. Also egal, ob Vater, Tochter oder Kranke, was auch immer Beziehung. Oder zwischen Mann und Frau oder Mann und Mann und Frau ist mir völlig egal. Die Regel niemals Nein, die gibt es nicht. Um Himmels Willen, wo kommt man da hin? Frag Papa nach Erlaubnis, wenn du Süßigkeiten haben möchtest. Bis du einen Job hast, steh um 11 Uhr auf jeden Tag und steh immer auf, wenn der Alarm geht. 11 Uhr. So lange würde ich auch gerne mal schlafen, ich kann das gar nicht. Putze deine Zähne, bevor du ins Bett gehst und morgens. Geh sicher, dass du mindestens zweimal am Tag etwas isst und trinkst und dass du 5 Gläser Wasser trinkst jeden Tag. Hat da jemand ein Problem mit Selbstliebe, sich selbst zu versorgen? Ne? Ich glaube, also es geht definitiv bei diesen ganzen Leuten immer um so ein, ich kann mich nicht selbst versorgen, ich will mich nicht selbst versorgen, jemand anders muss das machen. Das spielt da auf jeden Fall mit, ne? Guck auf beide Seiten, ne? Links, rechts, bevor du über die Straße gehst. Und halte immer Papas Hand in Klammern. No staying past bedtime. Also wenn Bettzeit ist, ist Bettzeit, ne? Dann Schluss bei ihr. Und geh ins Bett, wenn Papa das sagt. Kein Aber. Kein Aber. Wenn Papa sagt, du gehst jetzt ins Bett, geht sie ins Bett. Kein Aber. Wenn sie sagt, er geht ins Bett, natürlich nicht. Er ist ja der Vater, ne? Wir verstehen das schon. Also nur sie kriegt hier so komische Regeln aufgedrückt. Und erinnere dich daran, Daddy, Daddy zu nennen. No, and those are the two that I'm not that great at. If I list.
zwei Regeln ist hier nicht so gut mit. Welche? Rules, but the main ones are no tantrums, no saying no, and those are the two that I'm not that great at. If I... Also keine Wutausbrüche und nicht Nein zu sagen, kriegt sie nicht hin. Hm, komisch. Als freier Mensch mit einem eigenen Willen? Seltsam. I break a rule, then I get timeouts. So I just have to sit here in the corner and stare at the wall and do nothing. Hm. Wenn sie gegen eine der Regeln verstößt, dann kriegt sie Timeouts, sogenannte. Da muss sie da in der Ecke sitzen und an die Wand anglotzen. Das ist übrigens auch eine Methode, die ich mit Kindern auch so nicht machen würde. Also das finde ich jetzt zweifelhaft in jeglicher Form von Beziehung. You have fun today? Yeah. The best mom in the world. Most one ever. Most one ever with the best daddy ever. My daddy and I are very much in love and this is something that we do to strengthen that bond. Da jetzt wurde sich geküsst. Mein Vater ist der Beste der Welt. Most one ever with the best daddy ever. My daddy and I are very much in love and mein Vater und ich sind sehr verliebt. This is something that we do to strengthen that bond. Daddy. Und das tun wir, um diese Bindung zu stärken. I'll see you later. I am an adult, I'm 20 years old. I pay my bills, I do my taxes. It's never interfered and I don't think that it will. Ich bin eine Erwachsene, ich gehe arbeiten, ich zahle Steuern. Auch eine geile Definition für Erwachsensein, oder? Ich zahle Steuern. Ich bin erwachsen, denn ich werde ausgeraubt. I will always have that childlike sense of wonder about me. And whether or not in 20 years I still call myself a little, I know that I'm gonna have that inside me because I don't want to grow up. Okay, so möchte ich aufwachsen. I can relate. I'm gonna put a hole in my TV set. I don't wanna grow up. Open up the medicine chest, cause I don't wanna grow up. Also das kann ich verstehen. Ich möchte auch nicht dieses Aufwachsen, so wie diese Gesellschaft es vorsieht, das ist blöd. Habe ich auch überhaupt gar keinen Bock drauf. Kann ich alles nachvollziehen. Trotzdem, also ich bin nicht sicher, ob es sich um eine Diss handelt oder um das, was ich da in den Kommentaren drunter gelesen habe, so eine Art und Weise, dass man in eine Zeit sich vor dem Trauma versetzt. Ich kenne kindliche Anteile und ich kenne auch den Komfort, sich als ein Kind mit wem auch immer, also sie sagt hier irgendwann, sie ist in diesem Raum, wo sie diesen Little spielt oder der Little ist, ist sie sehr verletzlich und sehr sensibel und sehr offen. Sehr verletzlich. Und das möchte sie nur in diesem Raum haben, ne? Weil diese Welt um uns herum ist ja auch oft wirklich viel zu gefährlich, um da sich sicher zu fühlen mit allen seinen verrückten Emotionen. Alles sehr nachvollziehbar und deswegen, weil das begegnet mir auch in meinen Kommentaren und in meiner Telegram-Gruppe und überall andauernd und immer wieder. Wir dürfen auf gar keinen Fall den Fehler machen, diese Propaganda der Akzeptanzkultur an diesen Menschen auszulassen, die eigentlich am meisten drunter leiden. Also du und ich, wir leiden gar nicht halb so doll daran, wie diese Menschen, die uns hier gezeigt werden. Es gibt immer so viel Hass wegen solcher, also die Akzeptanzkultur, wie sie mediengesteuert funktioniert, ist Dreck, ist Propaganda, ist wirklich einfach nur doofer Dreck. Und wie das Propaganda-Pop-Gedöns ist, das habe ich ja auch hier in diesem Video. Propaganda 2020. Was stimmt nicht mit Familie Freud oder wie es heißt, ja? Da habe ich ja ganz hübsch aufgeschlüsselt, wie das alles Propaganda ist, was man hier so in den Medien verkauft bekommt. Und das ist ja auch eine meiner größten Mühen in dieser Arbeit, die ich hier mache. Nur was mir dann immer wieder begegnet, sind die Menschen, die das völlig verwechseln mit den Menschen, die damit leben müssen.
Und die gilt es bitte mal nicht anzugreifen. Und man muss jetzt auch nicht dahin rennen und hässliche Kommentare hinterlassen. Bitte, bitte nicht machen. Sondern das Problem sind die Medien. Wir sollten kritisch sein gegenüber denen, die uns das immer wieder verkaufen wollen. Und die ja nun mal, wenn man die verdammten Medien mal recherchiert, egal wie vielfältig die heutzutage erscheinen, die kommen immer noch am Ende alle aus denselben 6 Familienbesitztümern. Da ist nicht viel los. Da tut sich auch nicht viel und die sind auch nicht besonders transparent. Also die wollen immer alles transparent machen, außer ihre eigenen Eigentümerstrukturen, so scheint's. Und ihre eigenen Interessen. Denn Journalismus ist ja schon lange nicht mehr neutral. So, und das hier ist alles andere als neutral. Es wird uns andauernd, wir werden hier erzogen andauernd in dieser modernen Welt. Uns wird antrainiert, uns bitte an Dinge zu gewöhnen und Dinge zu akzeptieren. Und wir sollen, es ist eh ein ekliges Gefühl, Fernsehen zu gucken in den letzten Jahrzehnten, würde ich mal sagen, wo dir immer so von oben herab so die Welt erklärt wird, du kleiner, dummer Vollidiot. Das muss einfach nur aussterben. Es stirbt jetzt auch Gott sei Dank aus, ne? Die sind schon, glaube ich, ganz schön verzweifelt. Die jungen Leute interessieren sich einen Scheiß dafür. Also schon, auf jeden Fall wollen wir alle gerne achtsam und aufmerksam sein für solche Sachen. Und die Menschen, die wollen wir mal schön in Ruhe lassen. All diese Menschen, die in diesen Sendungen vorgestellt werden und die wirklich, tut mir leid, Freunde, ne? Aber die sind halt, wie soll man es denn sagen? Haben wir ja heute mehrfach gesehen, die sind nicht Fisch, nicht Fleisch. Die wissen nicht, was sie tun, die wissen nicht, die stehen nicht zu ihren eigenen Worten. Die sagen, ich mache das nicht in der Öffentlichkeit. Und dann sagt irgend so ein Regisseur, mach das mal hier auf dem Spielplatz vor den Kindern und dann machen sie es da. Ne? Die sagt im ersten Satz, das BDSM, im nächsten sagt sie, das ist, hat nichts mit Sex zu tun. Wieder später ist er der Dom, ich meinte der Daddy, dann war er jetzt kurz wieder der dominante Part in einer sexuellen Beziehung. Und dann ist er aber doch wieder, nein, ich meinte Daddy so. Und dann ist es, wir sind verliebt, Papa und ich, sagt man dann auch so, in diesen, die zwei zusammen, Papa und Kind sind verliebt. Es gerät so viel durcheinander, es ist nichts mehr eindeutig. Ne? Diese Leute können einem ja wirklich nur leid tun, die sind ja auch nicht, bitte, lass die in Ruhe. Die sind doch offensichtlich selbst unsicher genug. Kriegen ja wirklich keinen einzigen Satz über sich selber geradeaus hin. Die können das nicht definieren. Der Deutsche davor ja auch so. Es ist nichts Sexuelles. Es ist also nichts, aber es ist nichts Asexuelles. Nee. Mhm. Das wird mit uns allen gemacht. Wir sollen irgendwie alle völlig verunsichert sein, wer wir sind. Wir sollen uns alle in unserer Haut nicht mehr wohlfühlen. Und wir sind eigentlich die besten Sklaven für welche Regierung auch immer, ist ja scheißegal, wenn wir einfach nur immer schön lernen, alles zu schlucken und zu akzeptieren. Und wenn wir selbst völlig verwirrt sind, wer wir eigentlich sind. Bin ich Männlein, bin ich Weiblein, bin ich Hund, bin ich Katze? Wie alt bin ich eigentlich? Kannst du dir alles aussuchen? Also die Komfortzone, sich wie ein kleines Mädchen zu verhalten, kenne ich sehr gut und tut auch super gut. Und bitte mach das doch mit deinem Partner, wenn der das auch verkraftet und Spaß daran hat. Da kommt meiner, kann ich ja gleich mal ausprobieren. Aber das muss ja nicht im Fernsehen mir andauernd verkauft werden und ich soll jetzt lernen, irgendwas zu tolerieren und zu akzeptieren. Ich akzeptiere jeden Menschen. Ich akzeptiere dieses grausame Fernsehen nicht mehr. Also Freunde, bis zum nächsten BAM. Ab geht die Post. Zusendungen an mich kommen ab jetzt an Postfach 10-01-24 in 16535 Hohenneuendorf. Ihr dürft mir natürlich immer noch auch gerne PayPal spenden. Das geht dann an maike@gmail.com und alles, was nicht digital ist, ab jetzt an das Postfach 10-01-24 in 16535 Hohenneuendorf. Danke. Bis zum nächsten BAM. BAM, 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 BAM.